Sehr geehrte Damen und Herren, Wissenschaft kann sexy sein. Dies beweist Ihnen unser wundervoller Moderator für den heutigen Abend. Der Mann, der Ihnen Quod erat demonstrandum in sämtliche mittelhochdeutschen Dialekte des 14. Jahrhunderts übersetzen könnte. Begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus Simon Hauser. Herzlich willkommen zum Science Slam zum Abschluss der langen Nacht 2014. Schön, dass ihr es alle geschafft habt. Die TU ist ja, wie bekannt, ein Schwergewicht der langen Nacht. Über 240 Veranstaltungen alleine hier im Gebäude. Kurze Frage, wer hat gerade Feierabend von einer der Veranstaltungen? Wenn du aufgestanden wärst, hättest du ein Freibier bekommen. Feigheit wird leider nicht belohnt. Wer ist nur Schaulustiger? Jetzt stehen sie alle auf. Nee. So einfach ist es nicht. Prima. Wer ist selbst an der TU aktiv? Student, Lehrender, Lehrende? Jawohl, da gehen die Hände hoch. Prima. Der Rest ist vermutlich von der FU. Die haben meines Wissens keinen gescheiten Slam. Deswegen kommt man natürlich hier zur Technischen Universität und zum UdK-Slam 2014. Was haben wir? Wir haben die aktuellste Forschung. Ich habe mich auch hier im Publikum schon umgeschaut. Man hat festgestellt, dass Männer mit Bart attraktiver sind. Das gilt allerdings nur unter der Bedingung, dass man sie in eine Reihe mit bartlosen Jünglingen stellt. Wer jetzt frohlockt hat und gesagt hat, oh cool, ich kann einfach morgens ungepflegt aus dem Bett steigen, ist nicht so. Es geht eben nicht um das Merkmal von markanter Männlichkeit, sondern es geht um ein Alleinstellungsmerkmal in einer Gruppe. Unter unrasierten Waldschraten zum Beispiel ist der bartlose Knabe der Mann der Wahl bei den meisten Frauen, die man hat schauen lassen. Wenn man dann am T-Shirt riechen lässt, kommen wieder ganz andere Entscheidungen zutage, aber so ist es mit den, MHC-Komplexe. Wie wir alle wissen, ist der Geruch eines anderen deutlich entscheidender für die Partnerwahl als zum Beispiel die politische Einstellung. Sie können mit jemandem hervorragend liiert sein oder eine funktionierende Beziehung führen, der politisch auf der ganz anderen Seite steht. Sie können aber nicht mit jemandem liiert sein oder nicht lange, den Sie buchstäblich nicht riechen können. Das hat die Natur so eingerichtet. Die MHC-Komplexe sind unser Immunsystem oder regulieren das Immunsystem. Und wir wollen ja alle Nachwuchs, der möglichst breit aufgestellt ist, was das Immunsystem angeht. Was haben wir noch momentan an aktuellen Themen? Wir haben Gender-Thematiken in deutschen Hochschulen noch und nöcher. Die Universität Leipzig hat in sämtlichen Studienordnungen direkt im Mangel das generische Femininum eingeführt. Da gibt es nur Toilettinnen für Daminnen und Herrinnen. Da gibt es nur noch Professorinnen. In der Humboldt-Universität lehrt eine Professorin für Gendertheorie und noch was. Und die hat angeführt, dass man in Zukunft bitte die Geschlechtsendung eines Namens durch X ersetzt. Also sie... Das ist nicht zum Lachen. Das war übrigens ein Frauenlachen. Das hat man am hellen Ton erkannt. Also sie bezeichnet sich, ein Kollege von mir hat ein Interview mit der Frau und dann hat er in der gesamten E-Mail geschrieben, sehr geehrte Professorin, wir suchen Teilnehmerinnen und so weiter. Das hat er komplett durchgeführt. Nur irgendwo hat er am Ende noch schnell einen Satz reingefügt und da hat er das Innen vergessen und dann kam als E-Mail-Antwort, also Sie scheinen ja mit dieser Thematik sich nicht wirklich gut auszukennen. Ich habe hier eine Literaturliste für Sie zusammengestellt. Wenn Sie diese 8 Standardtitel mit jeweils 500 Seiten, wenn Sie die durchgearbeitet haben, dann können Sie mich nochmal um ein Interview anfragen. Die Frau Profess X wird also eher alleine bleiben. Wir sind gespannt. Ich habe übrigens gerade gesehen, bei den Toiletten, die TU ist da ganz weit vorne. Sie haben 3 Toiletten. Sie haben Toiletten für Herren, Damen und Ingenieure. Ich finde das sehr sympathisch. Warum seid ihr überhaupt alle hier?
kann ich euch auch verraten, bei uns geht es heute nicht um nix, sondern um die Methanproduktion bei Kühen, also für Kinder vorhin, die pupern. Ne? Um forschendes Spielen, teilen oder nicht teilen, ist die Frage in knapper werdenden Ressourcenzeitalter. Das war jetzt grammatikalisch nicht ganz korrekt. Also teilen oder nicht teilen ist auf jeden Fall eine wichtige Frage, die beim Kinderslam zu ganz interessanten Reaktionen im Publikum geführt hat, war meine Auffassung. Wir haben dann ins Publikum gefragt, wer von euch teilt denn gerne? Ja, ja, alle. Wer hat kleinere Geschwister? Ja, ja, alle. Und teilt ihr auch mit denen? Nö, die sind ja doof. Ich finde es gut. Also Kinder haben noch so eine direkte, unmittelbare Ableitung ihrer Impulse. Das ist schön. Worum geht's noch? Marsfahrzeuge haben wir. Wir haben auf der Welt genug Probleme, aber wir lösen die Probleme, wie man sich auf dem Mars fortbewegt. Das ist Grundlagenforschung, heißt das. Und es geht um Raumaneignung. Das ist eine Frau von der UdK. Das ist natürlich ein künstlerisches Thema. Seid ihr bereit für den TU-UdK Science Slam zum Abschluss der langen Nacht? Ich deute das als klares Ja. Ich kann noch kurz die Slam-Regeln erläutern. Bei uns geht es um eigene Forschung. Das heißt, die Menschen, die hier auf der Bühne stehen, präsentieren das, woran sie selbst eifrig, jahrelang und vor allem selbsttätig arbeiten. Das führt bei uns in der Vorbereitung zu einer relativ einfachen Ausschlussregel. Politiker kommen bei uns grundsätzlich nicht auf die Bühne. Das Ganze ist verständlich. Das ist bei uns ganz wichtig, denn wir haben ja auch Physiker und Mathematiker im Publikum. Und wir wollen es unterhaltsam haben. Das gilt einfach für alle, denn sie sind jetzt relativ lange aufgeblieben. Manche Leute haben noch gearbeitet heute tagsüber. Und wir finden, sie haben es verdient, an der TU dem Level und dem Spitzenrang dieser Universität in der Berliner Forschungslandschaft entsprechend unterhalten zu werden. Deswegen haben wir ganz schön auf den Tisch gepackt. Das Ganze passiert in 10 Minuten. Das ist die vierte Regel. Da meldet sich jetzt niemand. Das letzte Mal hat mich ein Physiker korrigiert und hat gesagt, 3 Regeln. Das vierte ist eine Dimension mit der Zeit. Das haben wir dann später diskutiert. Präzision, auch sprachlich, ist sehr wichtig. Bei uns allerdings ist es so, dass wir die Bürgerbeteiligung sehr ernst nehmen. Ja? Nicht wie bei einer Online-Petition, wo man zum Beispiel einen schlechten, aber doch im Grunde seines Herzens harmlosen Moderator plötzlich arbeitslos machen will. Finde ich nicht gut sowas, ist eine destruktive Aktion. Man hat ja auch nicht gesagt, der Mann soll zum Beispiel einen Benimmkurs machen. So, wie geht man mit einer Frau, die einem intellektuell hoch überlegen ist, in dem Fall Sarah Wanknecht, um Markus Lanz einfach raus aus dieser Fernsehlandschaft, finde ich nicht gut. Unsere Bürgerbeteiligung hat mit Handarbeit zu tun. Wer hatte schon mal einen Job, wo man mit den Händen arbeiten musste? Ja, das sind die 80er-Jahrgänge, das erkennt man gleich. Wer ist sicher im Zahlenraum 1 bis 10? Das ist die Frage, an der es bei den meisten scheitert. Und wer besitzt ein Smartphone mit Stoppuhrfunktion? Wer vereint mindestens 2 dieser 3 Eigenschaften in sich? Also, wir brauchen jemanden, der nach 8 Minuten dieses Glöckchen aus zarter Eifeler Gussbronze läutet. Wer würde den Glöckner spielen? Da. Cool. Noch bevor ich das Freibier angeboten habe. Ich werfe die mal kurz zu dir. Wupp, das funktioniert. Jetzt probieren wir das mal. Das muss ja geübt werden, das ist ja eine wichtige Tätigkeit. So, wenn also 8 Minuten um sind, dann möchte ich von dir einen Hinweis läuten hören. Kann man das ganz hinten oben hören? Okay. Wenn 10 Minuten vorbei sind und es ein schlechter Vortrag war, dann läuten. Okay, warst du mal Kind? Kennst du das, wenn der Eismann vor die Wiese fährt und den Rollladen hochschmeißt und Gelato, Gelato ruft und dabei läutet? Mach mal. Der hat es. Ja, jetzt aber. Wir alle wissen, es kommt auf die Technik an. Du musst in eine Acht rühren, wie beim Fondue.
Kann man das da hinten oben hören? Kräftigen Applaus für unseren Profi Klöckner. So, ihr merkt es schon, Bürgerbeteiligung ist nicht nur gefordert, sondern wir machen damit ernst. Am 25. Mai sind Wahlen, wählen gehen. Ganz klar, wer nicht wählen geht, 4 Jahre lang die Klappe halten, wenn es um Politik geht. Mit der Frage, was für Wahlen am 25. Mai sind, bin ich an der HU so grandios gescheitert, dass ich diese Frage nie wieder stellen werde. Einem Publikum, das größer ist als 3 und das ich nicht persönlich verlesen habe. Gut, ihr habt gemerkt, ihr müsst mitmachen. Ihr seid später auch die Jury und kürt den Sieger oder die Siegerin mit eurem Applaus. Das testen wir mal. Stellt euch vor, wir haben einen Slam der Wertigkeit 1. Auch hier in der TU, Skala 1 bis 10, ne? 10 Maximum, 1 Minimum. Stufe 1 ist ein echt müder Slam. Es ist noch ein bisschen Respekt für den Wahnsinn, sich mit so einem schlechten Ding hier auf die Bühne zu stellen dabei. Also, wenn wir das mal übersetzen würden, dann würde ich sagen, alle Bibliotheksmitarbeiter in Berlin bekommen eine Nachhilfestunde bei der Volkswagen-Bibliothek und danach geschieht das Wunder, sie wollen euer Buch finden. Wie klingt so ein Applaus? Okay, ihr wart noch nie in der Stabi offenkundig. Kriegen wir hin. Haben Sie das Buch? Ja. Geben Sie es mir? Vielleicht. Wir hätten einen Applaus der Stufe 5. Stufe 5 war so ein mittelprächtiger Slam. Ihr denkt, okay, das Aufstehen hat sich gelohnt, das Bier ist schön kalt. Ist das Bier schön kalt eigentlich? Ja? Prima. Gut. Kräftigen Applaus für unseren Caterer hier, bitte. So, ein Applaus der Stufe 5 ist also ein Slam, der ging, aber ihr seid gespannt, was noch kommt. Übersetzt in die Realität wäre das in etwa, das Tempelhofer Feld wird zum kostenlosen Freizeitpark mit einer Randbebauung von subventionierten Doktorandenwohnungen, die einen gratis Wäscheservice und Rotweinlieferservice beinhalten. Und alles, was man dafür tun muss, ist ein Klick bei einer Online-Petition. Wie klingt so ein Applaus? Stufe 6. Euer Job? Sieben. Acht. Neun. Und stopp. Wir haben einen Engländer bei uns in Berlin neulich gehabt, im SO 36, der war anwesend und sagte, yeah, you are very German. An genau dieser Stelle hat er das gesagt. In der Oper nennt man das ein retardierendes Moment, das kommt immer kurz vorm Höhepunkt und verzögert nochmal, bis es dann richtig reinhaut. Die Stufe 10 wäre ein absolut Nobelpreis-verdächtiger Slam. Ihr wisst, den Menschen, den ihr eben hier gesehen habt, der wird der nächste Präsident der TU, mindestens, wenn nicht sogar Nobelpreisträger. Das war ein Hammerapplaus. Ihr seht eure Langzeitbeziehung neben euch und wisst plötzlich wieder, warum ihr mit diesen Menschen regelmäßig Tisch und Bett teilt. Übersetzt in die Realität. Hindu-Kushi von der Leyen schickt Hartmut Medorn in geheimer Mission zu den Taliban. Dort ruiniert er innerhalb von nur 3 Monaten sämtliche Infrastruktur. Daraufhin ist der deutsche Einsatz in Afghanistan beendet und Chuck Norris vertritt ihn so lange auf dem BER, der morgen um 7 Uhr eröffnet wird. Wie klingt so ein Applaus? Liebe Slammer, seid ihr unter diesen Bedingungen noch bereit, hier aufzutreten? Ich sehe ungläubiges Kopfschütteln. Okay. Ich stelle euch erstmal vor, wen wir euch heute präsentieren. Ihr kommt mal kurz hier hoch auf die Bühne. Von der Technischen Universität Berlin haben wir Cem Afsar.
Von der UDK haben wir Fabian Alt und Andy Bückle von der Pre-Enactment-Gruppe Eschaton. Von der Technischen Universität haben wir Herrn Dr. Robert Kretschmer. Von der Universität der Künste haben wir Silke Schwarz. So, jetzt gibt's ein kleines Buch, das hat ein Freiherr von Knicke geschrieben, erster Flagge irgendwas Ende des 19. Jahrhunderts, ich glaube 1878 oder so. Es geht über den Umgang mit Menschen, das ist kein Benimmbuch, das ist nicht richtig, sondern es ist ein Buch darüber, wie man es dem anderen Menschen in der eigenen Gegenwart möglichst angenehm macht. Wir haben einen Gast heute Abend, der dieses Buch lebt, der es verinnerlicht hat und der sich natürlich das Recht des Hausherrn hier als Gastgeber zu funktionieren auch nicht nehmen lässt. Das finde ich gut. Wir begrüßen den neuen TU-Präsidenten, Herrn Christian Thomsen, Professor für experimentelle Festkörperphysik. Hey. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. So, er ist so halb privat hier, nicht in seiner Funktion als Dienstherr. Sie brauchen also nicht so lange applaudieren, wir müssen ja auch weitermachen. Was ist experimentelle Festkörperphysik? Experimentelle Physik ist wie Spielen. Ich habe das deshalb angefangen zu studieren, weil das zu Hause Basteln mir Spaß gemacht hat immer. Man kann ins Labor gehen, was messen, interpretieren und lernen über die Natur. Sie haben sich vor Ihrer Wahl ein Programm gegeben, das Sie jetzt schon beginnen, in die Tat umzusetzen. Ich habe da ein bisschen nachgeblättert. Sie wollen ein Studium Generale einführen. Ist aus volkswirtschaftlicher Sicht in einer Gesellschaft, in der wir die Schulzeit für Kinder immer mehr verkürzen und einen Bachelor einführen, damit man schneller in die Arbeitswelt kommt, ist ein Studium Generale da nicht was für Unentschlossene? Ein Studium Generale ist für mich die Gelegenheit junger Menschen, sich zu orientieren. Sie werden ein Jahr die Möglichkeit haben, verschiedene Fächer zu studieren, bevor Sie sich dann in ein tatsächliches, richtiges Studienfach einschreiben. In dieser Zeit machen Sie eine bessere Wahl am Ende, sodass letztlich selbst volkswirtschaftlich, das ein sinnvoller Schritt ist. Man wird in dem richtigen Studium dann rechtzeitig glücklich und fertig. Oder man endet nach dem einen Jahr die Universität, weil man findet, Uni ist nicht für mich und man macht etwas anderes, zum Beispiel eine duale Ausbildung oder eine andere Form, Investment zum Beispiel. In einem universitätspolitischen Programm finden sich natürlich auch Worthülsen, wie der Germanist sagt. Also das sind Wörter, die immer gut klingen. Schlag mich tot, kann keiner widersprechen, aber eigentlich weiß niemand so recht, was da drin steckt. Was ist die so viel zitierte Interdisziplinarität und wie wird die an der TU gelebt? Interdisziplinarität sehen wir an vielen Stellen. Die originären Fächer, zum Beispiel Physik oder Biologie oder Chemie, waren das eine. Inzwischen hat man gelernt, dass man sehr viel Neues erkennen kann, wenn man die Fächer verbindet. Wenn man also Wissen aus der Biologie, Wissen aus der Chemie zum Beispiel verbindet zur Biochemie. Das ist ein neues Fach geworden, das ist interdisziplinär und so gibt es eine Reihe von Fächern, interessanterweise auch zwischen Fächern der TU und der UDK. Das ist sozusagen ein neues Konzept, das wir nur hier in Berlin verkörpern. Da in der Ecke sitzt Ihr Büro, ist mein Eindruck. Was halten Sie von der Frauenquote? Die Frauenquote ist ein letztes Instrument, um zum Beispiel bei der Professorenschaft ähnliche Anzahlen von Professorinnen und Professoren herzustellen. Es ist aber ein sehr hartes und sehr kritisches auch zu sehen Instrument. Ich bin für die Frauenquote in Berufungskommissionen. Das sind die Kommissionen, die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen letztlich auswählen. Und ich denke, dass gerade an der TU, wo wir hier relativ für TUs
viele Frauen, aber es könnten deutlich mehr sein. Wir sind weit davon, sowohl in der Studierendenschaft als auch in der Professorenschaft von 50-50. Also wir müssen was machen, aber nicht in der strengen Quote, wie Sie sie meinen. Auf der Leitungsebene haben Sie eine herausragende Frauenquote. In der Tat. Wir haben 60% Frauenanteil im Präsidium. Also 3 Menschen im Präsidium sind Frauen, 2 sind Männer. Das gibt es an keiner anderen technischen Universität in Deutschland, wenn ich mich da richtig eingelesen habe. Ich finde, das ist schon einen kräftigen Applaus wert. Mhm. Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben? Kooperativ, delegativ im Sinne von Aufgaben. Stopp, Worthülse. Was ist kooperativ? Kooperativ heißt, dass wir gemeinsam Sachen besprechen. Ich bitte Sie, etwas zu erledigen. Und delegativ heißt, ich lasse Sie dann in Ruhe das machen und vertraue Ihnen von vornherein, dass Sie es richtig machen werden. Und Sie kommen dann zurück und berichten, haben Sie erledigt oder nicht. Aber in Eigenverantwortung. Und wenn Sie mal Mist machen, was ich mir bei Ihnen jetzt gar nicht vorstellen kann, aber wenn es denn wäre, dann übernehme ich die Verantwortung dafür. Und wir korrigieren dann. Wenn ich Mist baue, übernehmen Sie die Verantwortung. Ja. Wo kann ich meine Bewerbung abgeben? Prima. Jetzt sind wir doch bei einem Science Slam. Haben Sie noch was Unterhaltsames für das Publikum mit auf den Weg zu geben heute Abend? Ich bin ja Experimentalphysiker, wie Sie anfangs gesagt haben. Und ich habe jetzt... Nein. Experimentalphysiker-Witz, aber ich denke, Sie werden den alle verstehen. Es kommt ein Hochschullehrer nach Hause, und zwar in der Früh, es ist schon hell geworden. Das Hemd hängt ihm ein bisschen aus der Hose, die Backen sind verschmiert, Lippenstift ist überall, die Haare sind zerzaust. Und seine Frau macht ihm auf und sagt, wo kommst du her? Und er sagt, naja, wir haben gestern Abend noch gearbeitet, dann sind wir ausgegangen und es gab ein Essen und dann sind wir noch ein bisschen rumgezogen und waren nur noch in der Kneipe. Und sie guckt ihm tief in die Augen und sagt, du Lügner, du warst im Labor. Wären Sie so liebenswürdig, unsere UdK-Professorin einzuladen? Frau Joost, darf ich Sie bitten, nach oben zu kommen? Danke. Einen kräftigen Applaus und vielen Dank für Herrn TU-Präsidenten Thomsen. So, wen habe ich vor mir? Ich habe Sie gar nicht richtig vorgestellt, es tut mir leid. Sie sehen hier, ihr seht hier Professor Dr. Gesche Joost, Professorin an der Universität der Künste für das Fachgebiet Designforschung und Sie leiten das Design Research Lab. Genau. Ist das richtig so? Ja, ganz genau. Okay. Sie sind eine Forscherin zu Mensch-Maschine-Infrastruktur. Nein. Sie hätten sich so selbst bezeichnet. Ja, nee. Interaktion. Es ist dunkel. Schon viel besser. Mensch-Maschine-Interaktion, genau. Also wie Mensch und Computer heutzutage miteinander in Beziehung stehen, wie man miteinander interagiert, da kommt viel in Richtung Gestensteuerung auf uns zu. Wir wissen, ne? Groß, klein, ja? Genau. Da kommen interaktive Klamotten auf uns zu, da wird... Interaktive Klamotten, ja. Die gehen für mich Bier holen. Ja, so ähnlich. Die rufen für uns Hilfe zum Beispiel, wenn wir Hilfe brauchen. Oder mit denen kann man Radio hören, mit denen kann man viele lustige Dinge machen. Das zeige ich gleich. Das zeigen Sie mir gleich. Wie stehen Sie zur Frauenquote? Bei uns im Lab ist das immer Thema, witzigerweise. Also ich habe 18 Doktorandinnen und Doktoranden und wir sind so ungefähr 50-50. Und es ist implizit immer Thema, wenn wir eine neue Ausschreibung haben, wird es immer von irgendwem thematisiert. Das ist gar nicht so explizit, aber es wird immer geguckt, einfach für das Klima insgesamt im Büro, einfach zu gucken, wo ist eigentlich gerade der Stand der Dinge. Und neulich saßen wir zusammen, haben zusammen Mittag gemacht und gekocht und guckten uns so um. Es gab veganes Essen und schauten so, warum sitzen hier eigentlich nur Frauen? Und die Antwort war dann, weil die Männer gerade alle in Vaterzeit sind, alle in Elternzeit sind. Und das war wirklich der Fall. Also bei uns sind gerade alle, also fast alle Väter in Elternzeit und die Frauen sitzen im Büro, kochen nicht nur, sondern arbeiten. Würden Sie sagen, das ist repräsentativ für die deutsche Forschungslandschaft?
Noch nicht so ganz, aber ich fand, das hat schon echt Mut gemacht, weil es war ja vor ein paar Jahren einfach noch wirklich Thema, geht man als Mann in Vaterzeit, und wenn, dann war es häufig so ein Pseudomonat, den man mal gemacht hat. Das hat sich echt total geändert. Insofern hat man jetzt die gleichen Startbedingungen, das finde ich total gut. Wo ist für Sie an der UdK der Gewinn der engen Verflechtung und Kooperation mit der Technischen Universität? Das Tolle ist ja, dass wir auf dem Campus wirklich Seite an Seite hier leben und arbeiten, und wir haben ganz viele Projekte zusammen, unter anderem über die Hybrid-Plattform. Da ist ein großes Projekt Rethinking Prototyping, wo es einfach darum geht, welche Rolle spielen Prototypen in der Forschung an der TU und an der Universität der Künste, und da kann man sich unglaublich toll ergänzen und befruchten, von uns aus, von der Designseite zum Beispiel aus, von den Architekten aus, von den Ingenieuren aus, da kann man einfach komplexe Probleme gemeinsam bearbeiten, und das ist echt cool, es macht total Spaß. Als Sprachwissenschaftler kann ich mir vorstellen, dass es häufiger Kommunikation, also sagen wir so, ich sehe hohes Potenzial für Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Designern, die auch wollen, dass etwas schön aussieht, im Klischee, und Ingenieuren, für die es funktionieren muss und wenn es geht noch günstig gebaut. Nein, müssen die auch nicht. Es gibt sprachliche Schwierigkeiten. Also wir haben gemerkt, dass zum Beispiel, wenn man von Design spricht, dann ist es häufig von den Ingenieuren aus, dass es einfach das technische Design ist, das Setup. Und der Designbegriff bei uns ist halt ein anderer oder ein breiterer. Ich glaube, dieses Klischee mit irgendwie, die einen machen schön, die anderen machen technisch, ist nicht mehr so. Gerade im Bereich Interaktionsgestaltung, was eben mein Bereich ist. Aber man merkt schon, dass man unterschiedliche Konzepte von bestimmten technologischen Begriffen auch hat. Oder was ist ein Prototyp? Ne? Ab wann ist es ein Prototyp? Was ist ein Demonstrator? Was ist ein Modell? Und es ist total spannend, wenn man einfach sich zusammensetzt und guckt, okay, wo sind da eigentlich die Frontlinien und was kann man gemeinsam daraus entwickeln? Ich würde da gern so, es gibt so kleine Wörterbücher immer in Büchergeschäften, die liegen an der Kasse, kosten auch nicht viel, sind auch nicht viel wert. Da steht dann Fernsehen, Mann, so ein Blödsinn. Könnten Sie sich vorstellen, so ein kleines Wörterbuch zu entwickeln, Ingenieur, Künstler, Ingenieur? Das können wir auf der Hybrid-Plattform machen, ne? Ja, super. Auf der Hybrid-Plattform. So, da haben wir schon das erste Spin-off des Abends. Sie suchen den Presenter, ne? Ich suche den auch, bestimmt. Da liegt er, hervorragend. Liegt da, ja. Ich würde sagen, Bühne frei für Frau Professor Dr. Gesche Joost. Dankeschön. Das Gute ist, dass ich außer Konkurrenz laufe, dass das mal gleich hier klar ist. Ich werde nicht gewotet hier, das wurde mir zugesichert. Ich halte einen Eröffnungsvortrag für die UdK, und zwar geht es bei mir in meinem Vortrag um das schöne Thema von Do-it-yourself in der Forschung. Forschung als Do-it-yourself ist mein Thema. Und zwar, Do-it-yourself ist ja ein Begriff, der vielleicht nur in Berlin so groß geschrieben wird, aber vielleicht auch überall auf der Welt inzwischen. DIY ist die neue Kultur. Wir sprechen alle von den Makern, von der Maker-Kultur. Wir sprechen alle davon, nicht nur auf dem Mauerpark-Flohmarkt, dass man doch jetzt alles selber machen sollte. Das ist nicht erst seit heute der Fall, sondern eigentlich kennen wir dieses Do-it-yourself schon zumindest seit den 60er und 70er Jahren, und da sah das Ganze so aus. Da hat man schöne Heimarbeit gemacht, da hat man gemeinsam gestrickt, und das war die Heimproduktion von damals. Heute ist Stricken auch wieder sehr in, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, aber heute sieht das so aus. Destroy. Das ist ein tolles Beispiel vom radikalen Nähkränzchen, was es nicht nur in Zürich gibt, sondern auch in Berlin. Und es gibt heute die Craftistas, es gibt die radikalen Makerinnen, es gibt Knit-Ins und Stitch-Ins. Und wir wissen alle eben nicht erst seit den 60er Jahren, dass Stricken und Sticken hochpolitisch ist. Und das sollte man auch machen. Also Guerilla-Knitting kennen Sie ja überall, unter anderem am Bundestag. Wenn da Gelände umhäkelt und umstrickt sind, dann ist das politisch und nicht Handwerk. Das ist ein großer Teil davon, von einer Kulturänderung, die ich sehr, sehr spannend finde und die ich beobachte. Und die ist ein Teil davon auch, wie sich heute Arbeitswelten verändern. Wir kennen alle die Coworking Spaces. Heute ist es total uncool, an der Uni zu arbeiten oder zu Hause im Büro, sondern man arbeitet eben kollektiv im Coworking Space. Man teilt sein Gewissen gemeinsam. Es geht nicht nur darum, dass man eben einen billigen Arbeitsplatz bekommt, sondern es geht darum, dass man einen gemeinsamen Projektraum hat und dort zusammen Ideen entwickelt. Es geht weiter, natürlich werden die Prototypen und das Handwerk wird in Fab Labs heute stattfinden und findet dort statt. Das ist ein Bild aus dem Fab Lab
Berlin. FabLab steht, wie wahrscheinlich die meisten wissen, für Fabrication Lab. Das heißt, da ist eine komplette technische Produktionsstraße aufgebaut, die einen 3D-Scanner und einen 3D-Drucker zum Beispiel drin hat, die CAD-Programme, Fräsen drin hat. Das heißt, man kann mit seiner Datei dort einfach hingehen und einfach sich sein Möbel ausdrucken lassen, sich sein kleines Ersatzteil für die Geschirrspülmaschine ausdrucken lassen. Also man hat dort Werkstätten, die hochtechnisiert sind und die heutige Arbeitsstätten und Produktionsstätten sind. Das Spannende daran ist, dass es große Theorien darüber gibt, ob diese neuen Produktionsstätten nicht eigentlich eine Revolution der Produktionsprozesse bedeuten. Das heißt, jeder kann dezentral in seiner Nachbarschaft im Fab Lab sich eben eigene Kleinserien produzieren und einfach im Prinzip sein Startup aufmachen mit der kompletten Produktionsstraße, ohne einen Vertrieb finden zu müssen direkt, ohne eben einen Unternehmer finden zu müssen, der sagt, ab 50.000 Stückzahl können wir mal reden, vorher kannst du es vergessen. Das Ganze als Idee kam vom MIT, wie so vieles, und die haben eben früh schon angefangen, Anfang des 21. Jahrhunderts gesagt, das Fab Lab muss auf die Straße. Es gibt mobile Fab Labs, die einfach als Tourbus durch die Lande fahren. Das heißt, es sind mobile Produktionsstätten, die eigentlich die Möglichkeit bieten, dass man im Prinzip alles erstmal in kleiner Stückzahl herstellen kann. Also ein radikaler Wandel, was diese Maker-Kultur und das Do-it-yourself angeht. Herzstück oder eins der Herzstücke dieser Produktionsmöglichkeiten ist der 3D-Drucker, wie wir es alle wissen. Der ist auch auf der Langen Nacht oder mehrere sind auf der Langen Nacht der Wissenschaft zu sehen. Und dieser hier ist ziemlich cool. Was ist der Rap-Rap, der sich selbst reproduziert? Ein Drucker, der sich selbst nochmal ausdruckt. Also er druckt sich und druckt sich und druckt sich und druckt sich. Das Ding ist Open Source und online herunterzuladen, der Bauplan. Das heißt, jeder kann sich so ein Ding zu Hause hinstellen, es sich eben nochmal ausdrucken lassen. Und das ist schon, finde ich, eine echte Revolution und bietet einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Das ist eben die heutige Infrastruktur für unsere Forschung. Jeder kann eben do-it-yourself zu Hause forschen und entwickeln, Prototypen entwickeln. Und die Vision dahinter oder eine der Visionen dahinter ist, dass man nicht nur ein kleines Teil ausdrucken kann, zum Beispiel von einem Düsenjäger nicht nur ein kleines Teil ausdrucken kann, sondern dass man den kompletten Düsenjet so ausdruckt, dass er komplett aus dem Drucker herausfliegen könnte. Das ist die Vision, die vom MIT propagiert wurde und das ist so die Zielsetzung. Leute, da soll die Reise hingehen. Es werden inzwischen ganze Gebäude ausgedruckt. Vielleicht haben Sie da mal Fotos gesehen, dass einfach sehr, sehr große 3D-Drucker schon Grundrisse drucken können oder dass Haut oder Organe ausgedruckt werden sollen. Da gibt es erste Versuche zu. Und natürlich, was ja nicht fehlen darf, was auch natürlich schon ausgedruckt wurde, ist die erste 3D-gedruckte Waffe letztes Jahr, 2013, der Liberator, voll funktionsfähig und im Netz auch herunterzuladen als Bauplan. Also es ist natürlich nicht nur zum Guten anwendbar, diese Technologie. Und wir hatten eben den Vortrag, schon Star Trek hat das natürlich hervorgesehen oder antizipiert, dass es diesen Replicator geben würde. Da war es der Starfleet Replicator aus Star Trek The Next Generation. Ich glaube, im letzten Vortrag hat der Kollege dieses Beispiel nicht gebracht. Wir schicken ihm nachher gleich mal die Folie. Auch der 3D-Drucker wurde natürlich von Star Trek erfunden. Was heißt das jetzt? Was heißt das für uns zum Beispiel in der Forschung an der UdK? Hier sehen wir eine Kollegin von mir am Webstuhl. Also wir sind wieder beim Stricken und beim Sticken, beim Weben in dem Fall und überlegen uns, hat das eigentlich auch was, diese alte Handwerkstradition mit diesen neuen Arten der Technologie zu tun? Und natürlich hat es das. Und zwar kommt hier die Mikroelektronik mit dazu. Was heute passiert bei uns an der UdK und an vielen anderen Orten, ist, dass man interaktive Kleidung selbst entwickeln kann, in einzelnen Stückzahlen oder eben auch in größeren. Hier sieht man das einfache Mikrocontroller, zum Beispiel eine Open-Source-Hardware, das Arduino Lilypad, dort eingenäht wird, eingestrickt wird, zum Teil mit leitendem Garn wird gearbeitet und das kann man auch ganz einfach zu Hause machen. Das heißt, man kann sich sein Stück Hightech zu Hause stricken. So sieht das zum Beispiel aus. Das ist nicht etwa eine Mütze, wie man denken könnte, sondern das ist ein Radio.
Man sieht die Kollegin, wie sie hier gerade an diesen Bommeln die Lautstärke einstellt. Das hätte man natürlich gedacht. Und das Ding ist erst an, weil diese Schalenden zusammengeknotet sind. Und das liegt daran, dass diese Schalenden mit leitendem Garn gestrickt sind. Und dadurch, dass die beiden leitenden Kontakte aufeinander kommen, ist das Ding an. Das heißt, hier probiert man mal aus, wie wäre es denn, wenn eine Mütze gestrickt wäre. Hier sieht man das kleine Glöckchen, das ist der Sendersuchlauf. Das heißt, wenn man den Sender wechseln möchte, dann muss man das Glöckchen da so herumführen. Das ist alles handgestrickt und Hightech. Ein anderes Beispiel, hier sieht man den Fabian Hemmert aus meinem Lab. Er hat einen Hut auf, der ist, vielleicht könnte man ihn ein bisschen einen Harry Potter Hut nennen. Der hat hier in der Mitte auch so ein Arduino Lilypad, der hat einen Kompass mit eingenäht und kleine Vibrationsmotoren, wie beim Handy, ganz normal, ne? Der Vibrationsalarm, einmal rund um den Hut herum. Dazu haben wir eine App programmiert, das heißt, ich habe den Hut auf und ob ich rechts muss oder links, sagt mir der Hut, dadurch, dass es hier oder da vibriert. Das ist alles relativ einfach heute machbar. Hier ein etwas vielleicht sinnvolleres Beispiel, das ist eine Strickjacke, die wir mit Schlaganfallpatienten zusammen entwickelt haben. Hier sieht man auch diese etwas gräulichen Teile, das ist eben wieder dieses leitende Garn mit Metallanteil. Das wunderhübsche Muster ist ein Burda-Strickmuster aus den 70er Jahren, wie man unschwer erkennen kann. Und dieses ganze Ding kommuniziert über Bluetooth mit dem Smartphone. Die Idee war, Schlaganfallpatienten haben zu Hause heutzutage so Notfallsysteme, da haben sie einen großen roten Notfallbutton, den sie umhängen haben, den sie zu Hause tragen und die sagen, Leute, sieht total scheiße aus, ich lasse es in der Nachttischschublade, ich trage das Ding nicht, insofern hilft einem das auch nicht viel. Wir haben gesagt, muss ja auch nicht sein, so ein blödes Teil, sondern es kann eben integriert werden in eine solche Jacke. Und wenn man eine Notfallsituation hat, also wenn man Hilfe braucht, dann macht man einfach eine bestimmte Geste. Also man nimmt wieder diese beiden Kontaktflächen so aufeinander oder zieht hier stark am Bündchen. Das triggert dann, wie man an den LEDs sieht, dann diesen Notfall, diesen Notruf und das wird einfach über das Smartphone automatisch angerufen. Das probieren wir gerade aus, ob man da aus Versehen dran kommt. Ist das Ding waschbar? Ist das akzeptabel, ist das schick und probieren einfach, ob das nicht ein Hilfsmittel ist für, wow, für Leute, wenn sie die Treppe runterfallen. Das sind Teile eben aus der Forschung, die gerade entwickelt werden, damit das Ganze auch für die Community da ist, weil wir ganz im Sinne der Maker natürlich alles Open Source stellen und dieses Wissen miteinander teilen wollen, haben wir eine Open Source Plattform entwickelt fürs iPad, wo man einfach links solche Tabellen oder solche Libraries hat, dass man bestimmte Hardware-Komponenten hat, bestimmte User-Interface-Elemente, die auf die Bühne zieht, miteinander verbindet und das Ganze einfach über den Export-Button als App aufs iPhone spielt. Das heißt, ob ich jetzt diese Strickjacke für den Schlaganfallpatienten nehme oder ob ich daraus eine, was weiß ich was, wenn meine Oma anruft, dann soll es blinken mache, das ist im Prinzip ziemlich egal. Es ist einfach eine Open-Source-Geschichte. Das heißt, die ganze Community kann mitbestimmen, was kann in diesem Bereich der interaktiven Textilien interessant sein an Funktionalitäten, wie können wir eben gemeinschaftlich als Community an solchen Forschungsfragen arbeiten und neue Funktionalitäten zuordnen, sodass es nicht um Gadgets geht, sondern einfach um ein gesamtes Ökosystem, wie solche Arten von Textilien eigentlich entwickelt werden können. Die DIY-Kultur, das war meine Botschaft, die habe ich heute vorgestellt. Es geht eben um dieses geteilte, gemeinsame und frei zugängliche Wissen, was für mich wirklich revolutionär ist, dass die Forschung sich dadurch öffnen kann, dass sie viel mehr mit der Community interagieren kann, weil im Prinzip dezentral überall geforscht werden kann, entwickelt werden kann. Es kann Wissen ausgetauscht werden und da ist der Open-Source-Gedanke ein sehr, sehr wichtiger. Diese Fab Labs, die ich gezeigt habe, sind im Prinzip auch eine Demokratisierung der Werkzeuge, dass jeder eben Zugang hat zu diesen Produktionsstätten und dadurch einfach auch selber ausprobieren kann und nicht unbedingt abhängig ist davon, was der Markt gerade meint, was sinnvoll wäre, sondern man eben in einzelne Stückzahlen oder auch bis zu großen Mengen selbst produzieren kann. Es sind neue Produktionsgemeinschaften, die dadurch entstehen, neue Infrastrukturen wie diese Coworking Spaces. Es geht eben um solche dezentrale Produktion, die eben nicht immer zentralisiert werden muss und nicht unbedingt aus China kommen muss, sondern da steckt schon einiges drin. Es wird sich herausstellen, ob das wirklich machtvoll weiterentwickelt werden kann, aber ich glaube, die Grundzüge dazu sind da. Man spricht von verkürzten Innovationszyklen, weil ich eben nicht warten muss, dass ich das Go bekomme von einem großen Produzenten, sondern ich mache einfach, ja, ich druck einfach aus, wie halt heutzutage der
der Copyshop um die Ecke, kann ich im Prinzip mein Stück heute 3D selbst ausdrucken. Und die Frage ist, ob das nicht vielleicht auch zu mehr Gründungen führen könnte, dass man einfach selbst mit seiner Idee losstarten kann und nicht eben einen großen Überbau für eine Struktur für ein eigenes Unternehmen braucht, sondern einfach im Prinzip solche dezentralen Werkstätten nehmen kann oder eben einfach selber losstricken kann. Das war's. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, wie Sie sehen, haben wir von der TU keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben Treppenakrobatik für Sie. Es war übrigens eine sehr ehrliche Reaktion. Finde ich gut. Geht es dem Herrn gut? Hat er lang geübt dafür, ne? Prima, wunderbar. Das war übrigens die Parkour-Truppe, die hier an der TU auch unterwegs ist. Sollen wir anfangen mit dem Wettbewerb? Alles klar, den ersten Slammer, den wir Ihnen heute Abend hier auf dieser Bühne präsentieren. Wo versteckt er sich? Da, warum läufst du fort? Hierher sollst du kommen. Von der Technischen Universität, vom Institut für Luft- und Raumfahrt, Abteilung Raumfahrttechnik, begrüßt mit einem tosenden Applaus Cem Afsar. So, wir haben uns das Ganze ja hier auch angeschaut, dann habe ich gemeint, abgefahren zum Drucker, du bist Ingenieur, könntest du sowas bauen? Ja, wir haben tatsächlich so ein Teil stehen bei uns, das haben wir selbst zusammengesteckt, ja. Wir haben sogar kooperiert im Rahmen eines Kunstprojektes, ja, ich habe letztens da eine nackte Skulptur von einer Frau ausgedruckt. Ich konnte nur eine Skulptur von einer nackten Frau, ja, ich konnte nur meinen Kollegen nicht ganz weiß machen, was das soll. Wir haben gesagt, ja, Steuergelder werden ja verschwendet, aber das war tatsächlich eine Kooperation mit einem Kunstprojekt. Wir glauben ihm das natürlich. Herr Präsident, ne? So. Gut, Institut für Luft- und Raumfahrttechnik, wolltest du als Kind schon Astronaut werden oder wie kam das? Nee, eigentlich gar nicht. Das gibt so Zufälle im Leben, ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich wollte erstmal Vermessungswesen studieren hier an der TU, dann gab es das halt nicht mehr, das wurde gerade in dem Semester abgesetzt. Dann habe ich das nächste auf der Liste genommen, Verkehrswesen, ja. Und so kam es halt, ja. Klingt und dann, geil. Und das ist die Geschichte dahinter. Und so bin ich da gelandet bei der Raumfahrt und bin sehr glücklich drüber. Okay, du hast ja gesagt, so Verkehr hier auf der Erde steht man im Stau, ich will anderswohin, oder? Ja, klar. Natürlich, wir wollen einfach mal weg, mal was anderes sehen und das ist sehr außergewöhnlich, was wir uns angucken da oben. Okay, wozu braucht die Menschheit die Raumfahrt? Wozu braucht die Menschheit die Raumfahrt? Ja, natürlich für alles Mögliche, ja. Wer hat nicht schon mal in Google Earth sich den Nachbarsgarten angeschaut, ja? Ich mache das regelmäßig, ja. Das ist schon eine schöne Nachbarschaftswache. Okay, du bist schon im Thema. Ich bin schon im Thema, ja. Ich gehe hier mal einfach runter. Hast du den Klicker? Nein, ich bring dir den natürlich. So, ich möchte bitten, dass Sie während des Slams auf die andere Treppe achten. Bühne frei für Cem Afsar. Dankeschön. So. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. So, ich werde heute die Frage klären, wie baut man einen Mars Rover in 200 Tagen? Ja, ein Projekt, an das wir uns gemacht haben. Und ich verrate auch jetzt schon mal die Antwort, und zwar gar nicht. Ja, aber dazu gleich mehr. Eigentlich bauen wir am Fachgebiet so kleine Satelliten. Ja, darin sind wir richtig gut. Wir sind die Universität mit den meisten Satelliten im Weltall. Und da dachten wir, wir müssen jetzt auch mal was Neues angehen, ja, fremde Planeten erforschen. Also bauen wir Marsroboter. Und es gab auch den idealen Anlass, ja, den Spaceboat Cup 2013. Durchgeführt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der erste nationale Weltraumrobotikwettbewerb. Ja, große Sache. 10 Teams treten gegeneinander an mit innovativen Ideen, ja. Und die Aufgaben waren ganz einfach erklärt, ja. Ein Roboter greife einen gelben Klotz, einen blauen Becher und packe alles auf einen roten Klotz, ja. Und das irgendwo auf so einem Gelände in Bonn. Natürlich erstmal nicht auf dem Mars, ist klar. Ja, Entwicklungsstart war so etwa im April, der Wettbewerb dann im November, also enger Zeitplan. Ja, das schafft jedes kleine Kind, ein talentierter Hund. Aber die Kernfrage war, schafft das auch irgendwie ein Roboter ganz selbstständig, autonom, sagen wir dazu, ja? Wie ist der Stand der Technik, ja? Und wir hatten schon eine große Vision, wir bauen unseren Rovers hier, ja, Ferrari rot mit coolem Gestell und einem Roboterarm zum Greifen. Und wir hatten schon ein Team zusammengestellt, ja, so ein studentisches Team in der Vorlesung, das war ein richtig praktisches studentisches Projekt, ja, jetzt war ich Projektleiter und dachte, okay, du hast ein paar Studenten, du hast ein bisschen Geld, du hast keine Ahnung, ja, das wird,
Ja, der schöpferische Prozess kann beginnen. Ja, und keiner hat so richtig an uns geglaubt. Und nach so ein, zwei Monaten, ja, hatten wir schon erste Mechaniken entwickelt, da passierte richtig was. Ja, unsere Algorithmen waren so intelligent, dass sie die einzelnen Objekte voneinander unterscheiden konnten. Ja, und wir hatten sogar einen automatischen Becherhalter gebaut, ja. Wir haben echt an alles gedacht, ja, und dann hatten wir schon nach kurzer Zeit so ein erstes fahrbares Gestell. Ja, zwar noch nackt, aber super shiny. Da waren wir ganz aufgeregt, ja, wir müssen damit raus, wir müssen fahren. Ja, waren dann so im Büro, haben so dann den Controller angeschlossen, sind ein, zwei Meter gefahren. Verdammt, das geht nicht. Ja, was geht nicht? Er passt nicht durch die Tür, ja. Echt, wir haben echt an alles gedacht und dann passt er nicht durch die Tür. Ja, es hier war ausgelegt auf 30 Kilogramm, ja. Irgendwie zum Wettbewerb mussten wir ihr dann auf die Waage stellen. Ja, 70 Kilo hat der dann gewogen. Ja, der ist wie in einer festen Beziehung in die Breite gegangen. Einfach in die Breite gewachsen. Das glaubt man gar nicht. Ja. Der Arm war so ganz geknickt und sagte, ja, guckt mich nicht so an, es war eine stressige Zeit. Tja, und dann hatten wir uns gefragt, ja, wo fahren wir denn jetzt eigentlich? Das war so die Frage, ja. Haben ein bisschen gegrübelt und dann gesagt, okay, draußen auf dem Campus, da ist doch dieser Spielplatz vom Kindergarten, ja, da könnten wir fahren, da ist so Sand, da sind Hügel und so, aber warte mal, da sind doch die ganzen Kinder. Ja, sollen die woanders spielen? Das ist ja Forschung. Nee, das geht nicht, das können wir einfach nicht machen. Ja, dann gucken die halt zu, aber die Räder sind so groß und scharfkantig, wer weiß, was da passiert. Ja, und ich habe echt die Schlagzeilen gesehen, ja, TU-Rover zerschnetzelt Kinder. Mensa wegen Verdachts geschlossen. Also wirklich. Nee, habe ich gesagt, das geht gar nicht, ja. Das muss anders. Wir müssen das drin machen, ja. Irgendwie und dann kam so der ja glorreiche Gedanke, so eine Idee, die an Wahnsinn grenzt. Ja, im ersten Stock, da haben wir doch unsere ehemalige Bibliothek, großer Raum, fester Boden. Dorthin bauen wir unsere Marslandschaft, ja. Und dann haben wir Sand bestellt. 12 Tonnen. Ja, das wird doch gnadenlos für die Haustür geliefert, ja. Und dann mussten wir halt mit Schubkarren und Schippen ran. Ja. Dreimal ging der Fahrstuhl fest. Wir mussten den Notdienst rufen. Also wirklich, ja. Das war richtig harte Arbeit. Ja, die Studenten verfluchen mich heute noch. Ja, bei mir war das egal. Ja, ich fand das ganz großartig. Ja, komm. Ja, genau. Ich fand das ganz großartig, ja. Wir hatten ein funktionierendes System. Könnt ihr kurz die Videos starten? Das wäre super nett. Video. Habt ihr nicht vorgesehen, Video? Ach, dankeschön. Ja, jetzt kommen einige Videos. Wäre nett, wenn ihr das starten könntet. Oder auch nicht. Egal. Jedenfalls war alles super, wir hatten ein fahrbares System, funktionierendes, ja. Wir hatten unsere eigene Marslandschaft / Beach Club. Alle fanden das ganz toll, ja. Und die Presse hat das auch geliebt, ja. Die fand das riesengroß, ja. Super studentisches Projekt, alles ambitioniert, tolle Sache. So. Und die wollten natürlich auch Fotos haben. Ja, und dann dachte ich, okay, schicke ich denen ein bisschen Material, bin durch unser Fotoarchiv gegangen. Ja, hier von Anfang an unser erstes fahrbares Gestell in Holz. Ja, unsere ersten Räder, die wir so gefertigt hatten. Ja, ein paar Studenten beim Tüfteln, gibt ein schönes Motiv. Unser erster Roboterarm, ja. Ist euch irgendwas aufgefallen? Ja, schaut nochmal genau hin, ne? Hier. Da. Im Hintergrund. Echt, ich dachte, ich spinne, ja. Auf fast jedem Foto war irgendwo ein Bierkasten drauf. Ich sagte, Jungs, das geht nicht, das können wir so nicht der Pressestelle schicken, ja. Also, ja, dann musste ich halt irgendwie, ich habe mir auch richtig Sorgen gemacht, ja. Ich habe so gefragt, Jungs, sagt mal, funktioniert das Projekt noch ohne das Bier? Ja? Geht das noch? Ja, und dann mussten wir halt 1 GB Fotos löschen, neue machen. Okay, das hat ein bisschen Zeit gekostet. Aber auch so allerlei ist passiert. Ja, 2 Wochen vor dem Wettbewerb, ja, da war so, ging alles drunter und drüber. Ja, der Arm ist an 2 Stellen gebrochen natürlich. Ja, und einmal war großes Gewusel. Ich komme runter, ich frage, was los? Ja, der Bordrechner ist kaputt. Ja, richtig teures Teil, aber kühlen Kopf bewahren. Ja, okay, woran lag's? Ja, wahrscheinlich ein Kurzschluss. Okay, was habt ihr gemacht? Wir haben den Ersatzrechner eingebaut. Und, ja, der ist jetzt auch kaputt. Ja. Und sowas passiert halt kurz vor so einem Wettbewerb, ja, in der ganzen Hektik, ja. Eine Gruppe von Technik-Soziologie-Studenten hat über unser Projekt ihre Abschlussarbeit geschrieben, ja.
Echt, die haben uns beobachtet, ja, unsere Fehler aufgeschrieben und analysiert. Letzten Monat kam der Abschlussbericht, 130 Seiten, ja, zurückgeschrieben, danke, dass wir euch helfen konnten. Echt ganz großartige Sache. Ja, und dann kamen die großen Tage des Wettbewerbs. Ja, wir waren alle ganz aufgeregt und sind mit einer großen Truppe hin. Ja, das war alles ganz professionell organisiert, tolle Landschaft, eine Jury war da und auch die anderen Teams, Experten aus der Robotik und wir. Und ja, und diese Wettbewerbsläufe, die sollten 60 Minuten gehen. Ja, und dann haben wir festgestellt, 60 Minuten passiert auch etwa fast gar nichts. Ja? Die Roboter stehen still. Und wenn etwas passiert, dann sieht das in etwa so aus. So, und jetzt müsst ihr mir wirklich helfen. Einfach immer starten. Genau, das war so der erste Rover, ja, der aufgetreten ist. Das war der erste Lauf. Und dann fing das Ding plötzlich an, Pirouetten zu schlagen. Ja? Irgendwie dachten wir, okay, ja, was ist da los? Dann fuhr das Ding ein kleines Stück vorwärts und brach sich irgendwie erstmal das Bein. Ja? Ja, dachten wir, okay, das ist so der Auftakt, ja, erstes Team, kann was passieren. Ich sag dann an, ja. Okay, dann die zwei bitte. Ja, das war so ein Gespann aus Fluggerät und Roboter und diese Drohne sollte abheben und dann die Umgebung aus der Luft kartieren. Ja, aber irgendwie hat sich das Ding mehr fürs Publikum interessiert. Ja, haben sie gesagt, die Jury war fair, ja, macht nochmal, ist in Ordnung, vielleicht war es falsch kalibriert. Ja, da drüben ist das Feld. Ja, ne? Und der dritte Rover, ja, der war schon mal ganz ambitioniert, ja, der fuhr dann richtig los, wenn du die Nummer 3 anmachst für mich. Ah nee, es gab noch eine Drohne, ja, das nächste Team hatte noch eine Drohne, die hat sich extra um das Netz rumgeschlängelt, ja, um dann in die Jury zu fliegen. Also intelligent schon mal, ja. Also echt, hat von der Drohne vorher gelernt, ja. Okay, dann die Nummer 4 bitte. Der nächste Rover, der war richtig süß. Der fuhr geradeaus, da passierte richtig was, ja. Und brach sich gleich den Arm. Ja, ihr denkt, Fußball ist brutal, ja. Geht mal auf so einen Wettbewerb. Seht ihr diesen roten Knopf da hinten, ja. Dieser rote Knopf, das ist der Notausschalter, ja. Den betätigt man so, damit sich das System ausschaltet, ja, zu Sicherheitszwecken. Und dieser Rover, der muss unglaublich Schmerzen gelitten haben. Ja, gleich nach diesem Unfall. Guckt mal, wie zielgerichtet der zu dieser Bande fährt und sagt, nee, ich mag nicht mehr, das ist mir zu viel. Ja? Echt? Der hat sich einfach mal prompt selbst abgeschaltet. Also ich wusste nicht, bis dahin nicht, dass Roboter suizidgefährdet sein können. Ja? Das ist unglaublich. Ich würde vorschlagen, dass aufgrund der nicht von dir zu verantwortenden technischen Probleme wir mit der Zeit ein wenig großzügiger sein müssen, wäre das Publikum. Danke. So, danke für die nächsten 15 Sekunden, hoffentlich nicht. Dann die Nummer 5, was war das? Genau, der war super Hightech, ja. Und irgendwie dachten wir, der schafft jetzt mal richtig was und greift mal etwas. Aber dann hat er irgendwie sich in diesen Felsen verrannt. Ja, dann wurde es ein bisschen unheimlich, ja. Der fing dann an, diesen Felsen zu begatten. Ja, dann mach mal besser aus. Ist dann nicht mehr jugendfrei. Genau, okay. Was haben wir noch im Angebot? Die Nummer 6. Ja, dieser kleine Knirps, ja, kurz bevor der losgefahren ist, wurde seine hervorragende Geländetauglichkeit gelobt, ja. Also echt putzig, ja. Und das waren seine letzten 5 Meter. Und dann noch eins, immer weiter. Ja, und es gab nur 10 Teams, ja, das sind so die Highlights. Haben wir noch was? Ja, wir, genau, wir, Sear. Ja, wuhu. Ja, unser Rover, irgendwann hat er sich entschieden, nochmal ein Stück zu fahren und dann hat er keinen Bock mehr gehabt. Das war wirklich so. Ja, okay, darf ich zur Präsentation zurück? Oh, nächste Herausforderung. Habt ihr das mit Absicht gemacht, ja, um es mir ein bisschen schwerer zu machen hier?
Ballmoment. Okay, danke. Dann überspringe ich mal jetzt hier diesen ganzen Teil mit den Videos. Zack, zack. Jetzt wird's gehen, ne? So ist das immer. So, den hatten wir, der war toll. So, wir hatten dann gemerkt, dass wir, ja, nachdem er stehen geblieben ist in der letzten Nacht im Hotel, auch leider einen Bug einprogrammiert hatten. Ich weiß auch nicht, woran das gelegen haben kann. Ja. Spiegel sagte nur, Roboterwettkampf gerät zur Pannenshow. Ja, manche haben das schon als die Spaceport Paralympics bezeichnet. Ja, aber uns war das egal, ja. Die Stimmung war gut auf dem Wettbewerb, ja, alle kamen zusammen, super Stimmung. Ja, am Ende hat die Jury sogar alle Teilnehmer zu Gewinnern deklariert. Naja, und wir haben dann Ziel wieder mit nach Hause genommen, ja, und haben noch, wir machen da richtig weiter und wir haben noch ein paar alternative Anwendungen für ihn gefunden. Ja, herzlichen Applaus für unseren Rover Ziel. Dankeschön. Ja, und dann noch vielen Dank an mein großartiges Team, ja, den ich dieses Ding, ja genau, so passiert das halt, ne? Euch ist der Slam gewidmet und dann vielen Dank euch auch allen und dann habt noch einen schönen Abend. Technik, die begeistert. So ist es bei Ingenieuren. Mal kommen sie zu spät, mal gar nicht. So, bist beschäftigt. Ihr habt den im Griff da, ne, mit eurer Fernbedienung und so. Wunderbar, okay. Das war ein, ich weiß nicht, ob man es schafft, ein lebendigeres Bild von Pleiten, Pech und Pannen zu vermitteln, als es in diesem Vortrag gelungen ist, aber auch Teamarbeit zu verdeutlichen. Man muss einfach im Team arbeiten. Arbeiten ist die Hauptbedeutung. Gut, egal, wir machen gleich weiter. Wir leben heutzutage in einer Welt der knapper werdenden Ressourcen. Die nächsten Kriege werden ums Wasser geführt, momentan noch werden sie um Öl geführt. Kluge Staaten haben längst begriffen, Kriege um Öl zu führen. Lohnt sich nicht. Wasser ist die wichtigste nächste Ressource. Also Trinkwasser, sauberes Wasser. Und auch das mit dem Teilen ist so eine Sache. In Europa wird viel gesprochen von Grenzen, die man niederwerfen soll. Wo ist denn der Notausknopf? Den hat... Wart nur, bis ich komme. Ja. Ich dulde kein anderes Leben auf dieser Bühne neben mir. So, Ressourcen, Pre-Enactment. Pre-Enactment, was ist das überhaupt? Das fragen wir am besten die Leute von der UdK selbst. Begrüßt mit donnerndem Applaus die Eschaton-Gruppe. Dankeschön. Wollt ihr noch schnell euer Gerümpel aufbauen? Oh ja, sehr gerne. Alles klar, dann erzähle ich in der Zeit, was Pre-Enactment ist. Nee. Pre-Enactment ist, glaube ich, die Idee, dass man Gesellschaft vorspielt. Also, dass man Entwicklungen, die in der Gesellschaft in naher Zukunft stattfinden können, einfach mal durchspielt. Ein Beispielspiel bei euch war? Genau, wir haben das Brettspiel entwickelt, Eschaton, Brettspiel mit Würfel und so weiter, um eben die Gesellschaft der Zukunft anzuspielen. Anzuspielen. Also ein anderes Spiel war zum Beispiel so ein Google-Spiel. Wie wäre das, wenn ich beim ersten Date alles über mein Gegenüber wüsste? Oder wie würde man in einer Gesellschaft leben, in der nicht Monogamie, sondern mit mehreren... Polygamie. Die Griechen, ne? UdK, sehr schön. wenn die Polygamie Standard wäre,
Also bis hinein ins Finanzamt gedacht, Einkommenssteuererklärung, Ehegattensplitting wird eine echt komplexe Sache bei... Gut, was habt ihr gemacht? Ein Brettspiel, wie schon gesagt, wo wir erforschen wollen in der Zukunft, wann Menschen gerne teilen und wann sie nicht gerne teilen. Was hat das Ganze mit Kunst zu tun? Hast du letztes Mal schon gefragt, ne? Sag du mal was. Moment, so kommst du aber nicht davon. was hast du ins letzte Mal geantwortet? Ich weiß es nicht mehr. Okay, jetzt musst du herhalten. Was das Ganze mit Kunst zu tun hat, spielen ist eine Kunst? Bühne frei für Eschaton. Eins, zwei, drei. Fünf, na gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Immerhin Ereigniskarte. Okay, ich bin krass laut. Dein rechter Nachbar hat seine Wasserflasche unterbrochen. Ja. Was soll man von dir anderes erwarten, ne? Ja, verhandelt den Schadensersatz. Also, was bietest du? Sehe so aus, als ob ich dir einen Schadensersatz zahlen kann. Ich habe nicht mal mehr ein Wasser, ich habe... Gar nichts. Ich habe nur noch die Klamotten, die ich am Körper habe. Ich kann dir kein Wasser geben, okay? Ja, ist ja herzergreifend. Weißt du, ich bin Scheidungskind. Ich weiß, was hartes Leben ist, okay? Ich weiß, was schwere Zeiten bedeuten. Und hat mir jemals irgendjemand was geschenkt? Sehe ich so aus? Nein. Ich kann dir trotzdem nichts geben, Mann. Ich habe die Obdachlosenkarte am Anfang gezogen. Ich habe absolut gar nichts bei mir. Weißt du, Menschen verschwinden manchmal. Die Erde tut sich auf und... Sie sind einfach weg. Mir reicht's jetzt. Sieht so aus, als wäre das mein Problem. Eins, zwei, drei, vier. Ereigniskarte. Ja, das Glück der Dummen. Was soll's. Du hast die Waffe gezogen. Willst du immer noch dein Wasser? Wow, okay. Was machen wir hier eigentlich? Ja, was machen wir hier eigentlich? Wir wollen euch heute unser Spiel vorstellen. Eschaton. Forschung mit Brettspiel. Das heißt, wir benutzen klassische Spiele, Gesellschaftsspiele, um damit mehr über uns Menschen herauszufinden. Die erste Sache, die man dann immer hört, ist, Spiele sind doch nur was für Kinder. Wir glauben aber, dass wir doch eine Gesellschaft sind, die dem Spiel sehr zugeneigt ist. Man denkt beim Spiel immer zunächst... Manu? Okay. Schön. Schönes Schwarz. Ja, genau. Man denkt beim Spielen immer zunächst an Leute, die sich doch sehr, sehr stark in ihr Spiel reinversetzen, so wie dieses Prachtexemplar oder auch dieses. Tatsächlich sind wir aber eine Gesellschaft, die dem Spiel doch sehr zugeneigt ist. Wir spielen leidenschaftlich gern Karten, alle möglichen Formen von Brettspielen. In so gut wie jeder Kneipe kann man spielen, kickern. Und wir sammeln im Endeffekt sogar Punkte beim Shoppen, beim Tanken, beim Reisen. Ich würde sagen, wir sind doch eine sehr verspielte Gesellschaft. Wir sprechen da in der Sozialforschung von der Gamification, heißt so viel wie den Einfluss von Spielelementen in eigentlich spielfremde Kontexte. Und da das Spiel eben so eine tief verwurzelte gesellschaftliche Form bei uns ist, dachten wir, es macht doch Sinn, das Spiel für die Forschung fruchtbar zu machen. Genau, was erforschen wir eigentlich? Wie schon ein bisschen angeklungen ist, beschäftigen wir uns mit menschlichen Verhaltensweisen. Also wie verhalten sich die Menschen, wenn sie dazu gezwungen werden, in einer Zeit von der Ressourcenknappheit zu teilen? Da gibt's natürlich mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass das nächste Slide kommt und dass danach noch das nächste Slide kommt. Genau. Entweder wir schlagen uns um die Ressourcen, die wir noch haben, wir verteidigen sie bis aufs Blut quasi, oder wir sind freundlich und geben selbst unser letztes Eis, unser letztes Brot, unser letztes Wasser, ja, unser letztes Hemd an unseren Nächsten weiter. Oder es gibt noch die dritte Kategorie von Leuten, die nämlich sagt, okay, ich teile mit euch, aber nur unter den folgenden Bedingungen. Wir haben uns also gedacht, Sharing ist ein sehr aktuelles Thema, welches den Alltag auch schon ziemlich durchwachsen hat sozusagen, also... Hier haben wir ein paar Beispiele, man sieht Couchsurfing, Foodsharing. Es hat den Alltag quasi überflutet und wir haben gesagt, okay, wir erforschen zu diesem Thema einfach mal mit unseren Experimenten. Normalerweise, wenn man ein Experiment macht,
setzen sich einige schlaue Herrschaften zusammen, überlegen sich ein Forschungsdesign und dann werden ein paar arme Teufel rausgesucht, die in dieses Forschungsdesign hineingesetzt werden. Und dann werden denen Fragen gestellt, die werden beobachtet. Das ist hier eine sogenannte Fokusgruppe, die man aus dem Marketing vor allem kennt. Und wir haben uns gedacht, nee, so nicht. Das geht irgendwie interessanter. Wenn wir ein Spiel gestalten, können wir Menschen eher bei dem fassen, was wir eigentlich beobachten wollen, nämlich menschliche Emotionen. So sieht unser Spielbrett aus. Eschaton heißt das Spiel. Eschaton ist griechisch und heißt so viel wie die letzten Dinge. Wie gesagt, es geht um Ressourcenknappheit. Das Ziel des Spiels ist es, vom Start ins Ziel zu kommen. Relativ simpel, es wird gespielt wie ein normales Gesellschaftsspiel. Und wir haben allerdings jede Menge Schwierigkeiten auf unserem Spielfeld eingebaut, die ihr hier rot markiert seht. Der Spieler muss es schaffen, ins Ziel zu kommen, ohne zu verhungern und zu verdursten. Er hat am Anfang eine limitierte Zahl von Brot und Wasser, unterschiedlich je nach der Startkarte. Er zum Beispiel ist Millionär, er hat viel mehr Startressourcen als ich. Ich bin Obdachloser, wie man auch sieht. Und zusammen muss man es eben schaffen, diese ganzen Schwierigkeiten zu überwinden. Und innerhalb von einem dreistündigen Spiel sorgt es für ganz schön Emotionen unter den Spielern. Und die ist interessant für uns eben zu beobachten. Genau, es ist aber nicht so, dass wir die Spieler ohne irgendwelche Vorbereitung in dieses relativ gefährliche Szenario loslassen würden. Wir bestatten sie natürlich mit ein paar Grundressourcen aus. Also es wäre zum Beispiel hier Brot, es wäre Wasser, es wären speziellere Ressourcen wie Schutzmasken, die vor Krankheiten schützen. Das Auto und die Waffe, die natürlich auch gerade schon zum Einsatz kam. Und zu Beginn des Spiels wird dem Spieler eine Rolle zugeteilt, die er dann über das Spiel halt behalten muss und auch möglichst innerhalb dieser Rolle agieren muss. Da hatten wir zum Beispiel den Obdachlosen, der hier neben mir steht, und den Millionär. Genau, erforschen tun wir das Ganze mit der Forschungsmethode Pre-Enaction. Was bedeutet nun Pre-Enaction? Pre-Enaction kommt ursprünglich von Reenactment, was dem einen oder anderen vielleicht als Nachspielen oder Nachstellen ein Begriff ist. Genau, hier haben wir schon das beste Beispiel dafür, Rollenspiele oder Live-Action-Rollenspieler, die manchmal so aussehen, wie man es gerade gesehen hat. Manchmal stellen sie auch nur den Zweiten Bürgerkrieg nach oder man weiß es nicht so genau, was sie da draußen im Wald treiben. Genau, was sich bei uns dann geändert hat, ist die Vorsilbe, nämlich das Pre. Wir spielen die Zukunft. Unsere Idee ist es, wir stellen uns ein Szenario vor, welches fiktiv so in der Zukunft passieren könnte und erforschen das Ganze mit unserer Methode. Das Interessante für uns dabei ist, wie gesagt, dass Menschen spielen. Das heißt, sie interagieren miteinander. Es ist egal, ob die Leute sich davor kennen, ob sie sich völlig fremd sind. Es ist wahnsinnig interessant zu beobachten, was so ein Spiel mit Menschen auslöst. Jeder von uns kennt das. Egal, ob man ein Computerspiel spielt, ob man Mensch ärgere dich nicht spielt. Man wird einfach emotional. Verzweiflung, Stolz, Freude, Trauer. Alles ist zu beobachten, wenn man miteinander ein Spiel spielt. Und für uns ist es einfach interessant, diese Spiele dann zum Beispiel zu filmen, die Leute danach zu interviewen, zu fragen, wie ging es euch denn dabei? Jetzt ist natürlich so, dass wir immer gefragt werden, ja was und was habt ihr denn jetzt rausgefunden? Was ist denn jetzt euer Ergebnis? Wir sammeln natürlich immer noch Daten. Wir müssen sehr, sehr viele Testspieldurchläufe machen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Wir haben euch jetzt aber mal ein paar kleine Ergebnisse schon mal mitgebracht. Das ist ein Film, ich hoffe, das funktioniert. Ja? Das war nicht gestellt. Genau, unsere Forschung ist natürlich noch lange nicht am Ziel. Wir sind immer noch dabei, Testspiele zu veranstalten, auch jetzt mit dem Sommersemester. Falls jemand von euch Interesse dran hat, bei einem mitzuspielen, könnt ihr gerne auf uns zukommen oder euch an uns wenden. Ein Dankeschön noch an Klaus Gasteyer und Daniela Kuka von der UdK, die uns bei dem Projekt unterstützen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Klar doch. Er räumt auf, ne?
Das sind die Leute mit Hemd und Anzug, die räumen auf, wenn sie irgendwo weggehen. Von sich sagen, er sieht aus wie ein Obdachloser. Bei mir in Neukölln sind die Hipster so mit diesen Mützen, aber das ist auch nicht immer ganz sicher und trennscharf, wo die Trennung verläuft, wenn man da zum Spätkauf geht. Da wohnen dann die Spanier davor, die Hipster davor, oder es wohnen die wollen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Eben bekomme ich die Meldung, dass wir hier 1300 Gäste in diesem Raum haben. Das bedeutet, dass wir derzeit der größte Slam in Deutschland sind. Das freut uns Veranstalter von ScienceSlam.net natürlich sehr. Wir haben auch das deutsche Finale 2014 nach Berlin geholt. Das wird im Dezember stattfinden, das ScienceSlam-Finale 2014 in Berlin. Ihr seid natürlich alle willkommen. Ich würde sagen, wir machen weiter im Programm. Der nächste Gast kommt vom Institut für Chemie der Technischen Universität Berlin und untersucht den Klimawandel möglicherweise. Begrüßt mit einem donnernden Applaus Herrn Dr. Robert Kretschmer. Wir haben kurzfristig entschieden, keine Pause zu machen. Oder wollt ihr lieber eine Pause? So. Ja, na gut. Musst du aufs Klo? Willst du vorher nochmal? Keine Rauchen? Körperlichkeiten auf der Bühne. Alles klar, machen keine Körperlichkeiten auf der Bühne. Warum nicht? Ah, hör auf damit. Okay. Wozu braucht die TU Chemie? Nee, Quatsch. Das Problem ist, dass wir haben wachsende Mittelstände in verschiedenen Volksgesellschaften in Indien, China, die essen mehr Fleisch, die produzieren mehr Tiere. Und warum ist das für dich ein Problem? Also die Chemie ist, glaube ich, die zweitgrößte Industrie in Deutschland, oder, Herr Thomsen? Maschinenbau und dann Chemie. Und darum dachte ich, studiere Chemie. Na? Das ist eine zielorientierte Studienplatzwahl, aber du kannst es ja trotzdem ganz gut. Das ist einfach ein schwieriges Thema. So, was hast du mit Methan zu tun? Privat eher weniger, dienstlich. Wir wollen Methan nehmen, um daraus die Weltformel abzuleiten. Also das ist so, der heilige Gral ist immer, ich gebe dir Methan und du gibst mir was, ich gebe dir was Geileres zurück. In der Hasenheide kann man das immer beobachten. Ja, auch und das. Wie war das in Sochi? Da gab es doch auch so Leute, die mit Gas gedopt haben, oder? Ja, man hört da davon, aber ich bin jetzt nicht so vom Fach, was die da genau wie wo reinstehen und so. Da halte ich mich lieber raus. Hast du auch schon mal bei der Arbeit, denkst du, ja, ich bin ein bisschen müde, komm. Eine Runde Methan oder so? Ich will ehrlich sein, ja. Täglich. Sehr vernünftig. Was hast du uns mitgebracht heute? Was ist dein Thema? Es geht so um das Leben eines Chemikers. Und das habe ich so ein bisschen aufgeschrieben. Das wird ein trauriger Vortrag. Bühne frei für Robert Kretschmer. Ich habe die Hälfte vergessen, ja, weil ich dachte ja, wir machen eine Pause. Und jetzt habe ich meine wichtigsten Unterlagen hier unten liegen lassen. Huch, hier ist übrigens nass. Das Bier ausgelaufen. Ja, kriege ich Bühnenlicht, bitte? May I get some stage light? Französisch, kann jemand übersetzen? Kriegen wir Bühnenlicht? Das wäre ganz hilfreich. Also, im Gegensatz zu den bisher gelaufenen Slams wird dieser Slam 100% analog. Nein, ich habe ihn nicht bezahlt, das war die Aufgabe, einfach mal die Sache ein bisschen schwieriger zu machen. Und deswegen heute analog. Und dazu habe ich so ein paar Sachen mitgebracht, aber das werden wir gleich im Verlauf des Vortrags sehen. Also, ich berichte heute aus dem geheimen Tagebuch eines Gasphasenchemikers. Vorbemerkung, lieber Finder, das vorliegende Tagebuch ist nur für den Besitzer gedacht. Sollte ungeachtet dessen dennoch darin gelesen werden, so ist Folgendes zu beachten. Alle Personen sind frei erfunden, jegliche Zusammenhänge und oder Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind rein zufällig. Für ein besseres Verständnis des Textes dient der folgende Glossar. Gasphase, Ort zur Untersuchung von Prozessen auf molekularer Ebene, ohne Störung durch Dritte. Ionen, geladene Teilchen, atomarer Größe. Spektrometer, das Labor eines jeden Gasphasenchemikers. Montags, 6:30 Uhr,
David Hasselhoffs I've Been Looking for Freedom weckt mich aus tiefen Träumen und beendet schlagartig die kurze Ruhephase nach einer durchzechten Nacht. Ich springe auf, renne ins Bad und entdecke in meinem Robinson Crusoe-Spiegel mein verquollenes Gesicht. Beim Duschen sanniere ich über Dichte, Kalkgehalt und die Mineralienzusammensetzung des Wassers, verliere mich aber in der Zeit, weshalb ich mir die 4 Sushi-Rollen und den Schokopudding simultan reinschaufeln muss. Lecker! 7.15 Uhr, sitze in der S-Bahn und werde, wie jeden Morgen, durch die südländische Band mit O Champs-Élysées belästigt. Ich sehe Mitleidende. Der Geldeintreiber der Bande verharrt für mehrere Sekunden vor mir, dass ich kurz von Chemie in Lösung, Mythos oder Aberglaube aufsehe. Dass dies ein Fehler war, merke ich erst, als er mit Nachdruck Geld einfordert. Wie gewohnt gebe ich ihm nichts. Was ihn offenbar zu der Frage verlautet, was bist du, ein Geizhals? Ich antworte, nein, Mann, Gasphasenchemiker. Die Reaktion ist so überraschend wie plötzlich. Er läuft rot an, schenkt mir den Inhalt eines Klingelbechers samt Visitenkarte des Sorgentelefons und springt mit seinem Gefolge aus der Bahn. Ich frage mich kurz, was aus Jürgen Domian und seiner heißen Nummer geworden ist, vertiefe mich dann aber wieder in meiner Lektüre. 7.44 Uhr, an der Uni angekommen, überlege ich kurz, was ich diese Woche erforschen will. Beim Nachdenken öffne ich die Gardine zum Innenhof und da ist es passiert. Ich blicke in 2 wunderschöne, tiefblaue Augen, die, wie könnte es bei einem Universitätsinnenhof anders sein? Zu einer Kuh gehören. So, genug. Mein Thema für diese Woche scheint gefunden. Ich mache was mit Kühen. Mein Kollege weist mich aber, und das leider mit Recht, darauf hin, dass Kühe ein eher biologisches denn chemisches Thema sind. Manchmal kommen Ideen daher, wie die Bedienungsanleitung einer chinesischen Küchenmaschine. Ich tue also, was jeder gute Wissenschaftler in so einer Situation machen würde, eine gründliche Recherche. Nach gefühlt 100 Klicks wird klar, die Abgase der Kuh sind ein Problem, tragen sie doch zur Klimaerwärmung bei. Und das schuldige Molekül ist schnell gefunden. Methan. Wieder einmal frage ich mich, wie ein so kleines, zierliches Molekül mit einem so schönen Namen so viel Unheil bringen kann. 9.30 Uhr. Bepackt mit diesem Wissen gehe ich ins Labor und prüfe das Spektrometer. Ein Kollege hat gestern die Reaktion von Kupferkationen mit Alkoholen untersucht. Ein kurzer Blick auf die Instrumententafel zeigt mir, das Gerät und ich haben ein gemeinsames Problem. Restalkohol. Ich spüle also gründlich mit Stickstoff und warte, bis sich ein Druck von 10 hoch minus 4 einstellt. Da dies, wie gewöhnlich, länger dauert, philosophiere ich über die Zahl 10 hoch minus 4 und stelle fest, dass Dietlers Schöpfung Warentest in etwa der Wahrscheinlichkeit entspricht, beim Kegeln zu sterben. Es ist so erschreckend, wie oft einen der Alltag einholt. Mittlerweile ist der Druck so weit gefallen, dass ich die Reaktion guten Gewissens durchführen kann. Doch womit? Mit welchem Element soll ich anfangen? Ich pinne also das Periodensystem an ein Dartbrett und entscheide mich zu tun, was Generationen von Chemikern schon vor mir gemacht haben. Nachdenken, nicht spielen. Das Element Titan erscheint mir als günstig, da es mit seinen 4 Außenelektronen immer für eine Überraschung gut ist. Außerdem habe ich noch ein altes Hüftgelenk aus dem Nachlass meines Großvaters. Die Voraussetzungen sind also perfekt. Ich löse das Gelenk in Salzsäure auf und erzeuge meinen Ausgangsstoff, indem ich stark verdünnte Lösungströpfchen im Vakuum zerplatzen lasse. Leider beginnt dieser Montag wie so viele Montage vor ihm. Es ist ein Scheißtag, denn es passiert nichts, absolut nichts. Was habe ich falsch gemacht? Die Ausgangsverbindung besteht aus einer Kombination aus Titan, Sauerstoff und Wasserstoff und sollte eigentlich ideal sein. Es ist wieder mein Großvater, der mir in Erinnerung kommt. Besser gesagt seine Worte, mein Junge, beim Scrabble-Spielen macht es Sinn, die Buchstaben ab und zu vertauschen. Ich erzeuge also eine Spezies mit der Abfolge Sauerstoff, Titan und Wasserstoff und siehe da, die Reaktion mit Methan geht ab wie ein Zäpfchen. Heureka! Ich habe aus einem Treibhausgas Wasserstoff gemacht und sehe mich schon in einer Reihe mit Böttger, Liebig und als Main Act bei Deutschland sucht, Sie wissen schon. Die Freude will nicht mehr versiegen und auch die Vanadium-Spezies, die ich durch Auflösen von Vaters antikem Maulschlüsselsatz gewonnen habe, zeigt eine ähnliche Reaktivität. Dieser Montag entpuppt sich als Überraschungsei. Ich fasse meine Ergebnisse blitzschnell zusammen und teile sie mit meinen Freunden auf Facebook. Nach gerade einmal 20 Minuten... Naja, das ist diese verdammte Gravitation. Ne? Komm, schweb. Naja, für den Moment haben wir es jedenfalls. Nach gerade einmal 20 Minuten gibt es bereits 24 Likes und einen kleinen Beitrag von Grenzflächenphysiker84, in dem er mir seine Bewunderung mitteilt.
12.30 Uhr. Gestärkt durch die Ergebnisse treffe ich mich mit meinen Kollegen zum Mittagessen. In der Schlange der Kantine nutzen wir die Zeit und tauschen Panini-Sammelbilder von halbnackten Elementen, die sich auf Sportwagen räkeln, und bestellen Rinderfilet vom Gasgrill. Letzteres ist besonders wichtig. Schließlich essen wir nicht alles. Hinter mir in der Schlange steht eine sehr attraktive Physikerin, die sich doch lautstark darüber echauffiert, dass wir Tiere essen. Ihr Gejammer ist dabei so entsexualisierend wie ein Esslöffel Bohrsäure. Trotzdem, nach und nach fühle ich mich zu ihr hingezogen und gestärkt durch die tollen Ergebnisse aus dem Labor, nehme ich all meinen Mut zusammen und verabrede mich mit ihr für den Abend in einem veganen Restaurant. Die Stimmung am Tisch meiner Kollegen ist gedrückt und ich versuche, die Situation durch ein paar Witze über technische Chemiker aufzulockern, doch die Gesichter meiner Kollegen sind wie die Schweiz, neutral. Also schnell das Essen hinuntergeschlungen und zurück ins Labor. 13.07 Uhr. Während ich die Auswertung der Experimente abschließe, sehe ich, dass bereits 117 Facebook-Freunde die Ergebnisse geliked haben und dass mein Professor mich in die Gruppe "Das sollten wir publizieren" eingeladen hat. Also begebe ich mich rasch ans Werk, lade mir vorher aber noch eine Referenzen-App auf mein Smartphone, die kurz zuvor der User Silvana und Theodor 2011 hochgeladen hat. Jetzt gucken wir mal, ob es klappt. Das ist doch nicht so aushalten. Also ihr seht, die Gravitation ist das Chemikers größter Feind. Naja, immerhin, für den Moment kann man das. Gründliches Zitieren ist wichtig. Das Manuskript schreibt sich fast von alleine und ich kann wie geplant um 21 Uhr zu meinem Date in Medons Gemüsepinte, dem einzigen Restaurant im Hauptstadtflughafen BER, eilen. Ja, da ist er wieder. 21 Uhr, ich treffe Jacqueline, so heißt meine Begleitung, und stelle fest, dass sie im Abendlicht viel anmutiger und freundlicher aussieht als bei der Fleischtheke. Auf dem Weg nach Schönefeld fahren wir noch ein wenig über Gott und die Welt, und ich stelle korrigierend fest, nichts ist sexiger als eine entgleiste Vegetarierin. Im Restaurant angekommen, mustert mich der Kellner und teilt mir mit, dass er mich nicht einlassen könne. Ich würde nach Fleisch riechen und das würde die anderen Gäste irritieren. Selbst meine durch und durch vegetarische Begleitung sagt, das ist ein bisschen paranoid, oder? Ich schnaube. Zu sagen, der Typ wäre ein bisschen paranoid, wäre etwa so, als würde man behaupten, die Titanic hätte ein kleines Leck. Und ziehe sie aus dem Lokal nach draußen. Wir laufen über das verlassene Rollfeld und ich besinne mich, einen Sechserträger Berliner Pilsner und zwei Okraschoten gekauft zu haben. Wir setzen uns schließlich an den Rand von Startbahn 03, der Wind weht aus Nordost und wir schauen in den Himmel. Innerlich frage ich mich, was wohl passieren würde, wenn man Bier in die Gasphase bringt, und habe schon die nächste Publikation vor Augen. Ich versuche, diese Begeisterung mit Jacqueline zu teilen. Ihr Schulterzucken ist dabei aber so groß, dass ein Orthopäde sich gut zwei Wochen mit ihr allein beschäftigen könnte. Also reden wir wieder über den Einsatz von biologischen Pestiziden in der Landwirtschaft sowie konservierungsfreiem Essen. Und ich frage mich, ob sie mich überhaupt als Chemiker wahrgenommen hat. Bedingt durch einen kleinen Hunger steuern wir zielsicher den nächsten chinesischen Imbiss am S-Bahnhof Schöneweide und kaufen, ob der Tristesse, eine Handvoll Glückskekse. Jacqueline findet, sage nicht alles, was du weißt, aber wisse alles, was du sagst. Zu Recht, denke ich, und finde selber den Spruch, du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben. Pah, der Ausgang dieses Abends ist etwa so vorhersehbar wie das Ende von Dinner for One. Und es kommt, wie es kommen muss. Auf dem Höhepunkt des Abends stelle ich dann schließlich fest, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit doch eine ganz schöne Sache ist, und das an einem Montag. Vielen Dank an die Technik. Vielen Dank, Robert Kretschmer. Gut. Facebook. Es lässt sich wie eine Klette manchmal. Es gibt übrigens eine Studie, die festgestellt hat, dass Menschen nach dem Besuch bei Facebook sich schlechter fühlen als vorher. Und das ist relativ einfach von den Forschern herausgefunden worden. Sie haben die Laune abgefragt vorher, dann haben sie Blutzucker, Messwert, Cholesterinpegel, Herzschlag und so weiter gemessen und haben dann später auch die Leitfähigkeit der Haut und haben später festgestellt, nachdem man sich 2 Stunden lang angeguckt hat, was für geilen Sex die Freunde haben, was für einen tollen Urlaub die Nachbarin macht,
was für ein dickes Auto der blöde Kollege schon wieder fährt und so weiter und so fort und was die anderen alles Tolles erleben, während man nur blöd auf einem Bildschirm an seinem Schreibtisch starrt und das ganze Arbeiten nennt. Das macht einfach schlechte Laune. Wer hat einen Facebook-Account hier anwesend? Okay, die Frage ist andersrum. Wer hat bewusst keinen? Okay, ihr seid die Zukunft. Ihr seid vermutlich alle bei Google Plus. Naja, wir wechseln. Kriegen wir noch ein zweites Mikrofon im Laufe des Abends? Das war ein Winken. Heißt es ja oder heißt es nein? Da winkt jemand da vorne. Türsteher, Mikro läuft. Wunderbar, prima. Vielen Dank, das ist sehr nett und erleichtert mir gleich das nächste Gespräch. Wir haben die letzte Sängerin heute Abend im Wettbewerb. Es ist eine Dame der UdK. Wir sind enorm gespannt. Moment noch. Es gibt verschiedene Messwerte einer Gesellschaft. Es gibt verschiedene Indikatoren, wie weit entwickelt eine Gesellschaft ist. Einer der Indikatoren ist immer, wie geht es den Schwächsten einer Gesellschaft? Wie geht eine Gesellschaft um mit den Leuten, die wirklich nichts mehr zu verlieren haben? Wir nehmen in dem Fall mal Flüchtlinge als Beispiel. Flüchtlinge genießen in Deutschland das Recht auf Asyl. Flüchtlinge sollten in Main. Geht es da ein bisschen leiser darum? Sehr nett. Flüchtlinge sollten in meinen Augen immer dann aufgenommen werden, wenn man sich selbst das leisten kann. Und da sollte es nicht um Luxus gehen, sondern ein wohlhabendes Land wie Deutschland. Ein wohlhabender Staatenverbund wie Europa ist in meinen Augen absolut in der Pflicht, die Menschen aufzunehmen aus Ländern, von deren Ausbeutung unser Wohlstand auch finanziert wird. Insofern ist eine der verabscheuungswürdigsten Aktionen der letzten Zeit ein Post der Jungen Union Charlottenburg, die sich vor das frisch geräumte Flüchtlingslager am Oranienplatz mit hämischen Plakaten stellen. Etwas so Niedriges habe ich in letzter Zeit selten erlebt. Es gab dann eine Menge Leute, die dieses Plakat ersetzt haben mit teilweise noch stärkeren Sprüchen. Man muss an das Matthäus-Evangelium denken, denn wer hat, den wird gegeben, und wer nichts hat, den wird auch noch das genommen, was er hat. Diese zwei Blödbacken von der Jungen Union stellen sich dahin, halten ein Plakat ab und hin. Danke, Frank. Sie meinen damit Frank Henkel, den Innensenator, der stark Hand bewiesen hat. Ich finde, das zeugt von einer ganz erbärmlichen Sicht auf die Menschheit. Ich finde es schade, mit solchen Menschen in derselben Stadt zu leben. Aber unsere Sängerin heute Abend hat sich das Ganze mal angeschaut, hat sich die Rechtslage angeschaut, was steht einem Flüchtling zu, hat sich angeschaut, wie gehen Flüchtlinge um mit Raum, aber vielleicht erzählt sie uns das am besten selbst. Begrüßt mit einem donnernden Applaus Silke Schwarz. Bringst du mich ein bisschen in Verlegenheit? Ich dachte ja, ich muss heute gar nicht persönlich sprechen, aber mache ich jetzt doch mit dir. Das ist sehr nett, ich weiß das sehr zu schätzen. Über das Klebeband sprechen wir besser nicht. Wie kommt man auf die Idee, das findet nur in eurem Kopf statt. Wie kommt man auf die Idee, sich Räume anzuschauen, in die Menschen geschoben werden, die Menschen nicht selbst wählen zum Leben, sondern in die sie gebeten werden. Wie kommst du auf diese Idee? Also ich meine, das ist ja generell ein sehr interessantes Thema, nicht nur in Berlin. Und gerade im Bereich Asylpolitik drängen sich dann schnell Container auf. Also die meisten leben ja in Container. Und das wollte ich mir einfach mal selber anschauen und bin da fotografisch rangegangen. Und aber auch in der wissenschaftlichen Arbeit. Und es ging um die Raumgeometrien, Normierung, Standardisierung und das, wie Personen damit umgehen, ihre Privatheit da entfalten, wie man in temporären Räumen wohnen kann, sich irgendwie auch eine zweite Heimat schaffen kann.
sehr kurzfristig auch eine Heimat schaffen. Wo ist deine Heimat? Was ist dein Ort? Mittlerweile habe ich, glaube ich, mehrere. Aber es ist Berlin und Leipzig momentan. Also habe an der UdK studiert, auch im Bachelor, und jetzt mache ich das in Leipzig an der HGW fertig. Und was macht für dich eine Heimat aus? Was ist für dich ein Ort? Ich wurde es oft gefragt, weil ich sehr oft in meinem Leben umgezogen bin. Mir ist aufgefallen, das Erste, was ich nach einem Umzug aufbaue, ist meine Stereoanlage. Und das Zweite ist, ich richte die Küche ein und koche für meine Freunde. So, dann bin ich zu Hause, dann ist die Küche eingeweiht, dann lebt dieser Ort. Wie ist es bei dir? Ja, ich glaube, vier Wände sind sehr wichtig. Hat man meistens auch nicht immer, aber das ist ein wichtiger Punkt. Freunde sind wichtig, ja, emotionaler Kontakt, einfach sich einen Raum auch aneignen zu können, sich sein eigenes Raumgefühl schaffen zu können, sein eigenes Umfeld aufbauen zu können. Es muss, glaube ich, nicht immer der Ort sein, an dem man geboren ist. Wir beenden diese Veranstaltung mit dem letzten Beitrag, mit einer Performance von Silke Schwarz von der UdK. Bühne frei. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Silke Schwarz. Ich werde euch heute einen Einblick in meine Abschlussarbeit geben, die letztes Jahr an der UdK entstanden ist und sich mit Normierung und Standardisierung von Räumen und deren Bezug auf menschliches Empfinden und Behaglichkeit auseinandersetzt. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung bezieht sich auf die künstlerische Arbeit 17 Quadratmeter, Baden auf Heimat, in der das temporäre Wohnen von Asylbewerbern in Berlin im Vordergrund steht. Es zeigt ein Warten, häufig in normierten und standardisierten Wohnräumen, größtenteils in Zimmergrößen von 17 Quadratmeter, in denen die Betroffenen versuchen, sich ihre Privatsphäre aufrecht zu erhalten. Das Mehrbettzimmer bietet dabei meist die einzige Rückzugsmöglichkeit. Persönliche Gegenstände verschaffen den standardisiert eingerichteten Räumen ein gewisses Maß an Individualität und gewähren Einblicke in die Herkunft und Kultur der einzelnen Bewohner. Wohnen ist für den Menschen essentiell. Privater Raum gleicht einer Schutzhülle des Menschen, in dem sich die Persönlichkeit entfalten kann. Zunächst möchte ich auf die Gesetzeslage eingehen, die die Mindeststandards für Flüchtlinge in Deutschland festlegt. Das Bundesministerium des Innern sieht nach der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz Folgendes vor. Der Wohnraum muss einer menschenwürdigen Unterbringung dienen. Eine abgeschlossene Wohnung wird jedoch nicht vorausgesetzt. Die Voraussetzung ausreichend bezieht sich auf zwei Faktoren, die Beschaffenheit und Belegung, das heißt die Größe der Wohnung im Hinblick auf die Zahl der Bewohner. Die Obergrenze bildet das Sozialwohnungsniveau, das heißt, es darf keine bessere Ausstattung verlangt werden, als sie auch typischerweise Sozialwohnungen in den jeweils entsprechenden Regionen aufweisen. Die Untergrenze bilden die auch für Deutsche geltende Rechtsvorschriften der Länder. Diese Richtlinien werden in den einzelnen Ländern folgendermaßen umgesetzt. Beispiel Land Berlin. Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin. Für jede Person sollen mindestens 6 Quadratmeter Wohnfläche und für jedes Kind bis zu 6 Jahren eine Wohnfläche von mindestens 4 Quadratmeter bereitgestellt werden. Des Weiteren muss für jede Person ein Bett, ein Schrank, Mindestmaße 50 cm breit, mit einem Rauminhalt von 0,35 Kubik und ein Tischplatz mit Stuhl zur eigenen Verfügung stehen. Diese gesetzlichen Normierungen ergeben standardisierte Wohnformen zur Schaffung von rationaler Ordnung, die die menschlichen Grundbedürfnisse durch einfachste Grundformen universell organisieren sollen. Normen und Standards lassen uns Dinge besser erfassen, einordnen und sollen uns den Umgang im Alltag erleichtern. Das Normale wird als das angesehen, was besonders häufig auftritt und als erstrebenswert für die Allgemeinheit gilt. Durch statistische Ermittlungen wird ein Normalwert festgelegt,
der die Eigendynamik reguliert und Individuen veranlasst, ihr Verhalten der Normalität anzupassen. Das Bundesministerium des Inneren schreibt vor, dass eine abgeschlossene Wohnung nicht verlangt werden kann. Ohne die Möglichkeit, sich einen privaten Raum jedoch schaffen zu können, fühlt sich der Mensch nicht wohl bzw. nicht sicher. Rückzugsmöglichkeiten bilden ein grundlegendes menschliches Bedürfnis. Sie ermöglichen Ruhe, Entspannung, Nachdenken, Reflexion und Planung. Menschen sind wohnende Wesen und haben das Bedürfnis nach einem privaten Raum, das lässt sich in allen Kulturen wiederfinden. Privater Raum dient als Schutzhülle, als äußerer Rahmen, in dem sich der Mensch in seiner Person frei entfalten kann. Er gehört zum Personsein, in ihm spiegelt sich die Persönlichkeit des Bewohners wider. Dieser individuelle Charakter, der sich in privaten Räumen zeigt, ist für die Aneignung des Raumes von großer Bedeutung. Wenn die Privatsphäre jedoch nicht geschützt werden kann, kein Schutz mehr vor dem Außen besteht, sind Hilflosigkeit und Unsicherheit die Folgen. Das Untersagen von Privatsphäre ist eine Demütigung und Erniedrigung des Menschen, da die persönlichen Interessen und individuellen Bedürfnisse missachtet werden, was zu Kontrollverlust über das eigene Leben führt. Es bedeutet einen Verlust von Autonomie und Selbstbestimmung. Jürgen Habermas beschreibt die Beschneidung der Persönlichkeit als eine Beschneidung der eigenen Gedanken, Intentionen und Handlungen. Ohne private Rückzugsmöglichkeit wird die eigene Person zur fremdbestimmten Marionette. Erwin Goffman sieht diese Art der Fremdbestimmung in sogenannten totalen Institutionen. Hier werden die Grenzen verletzt, die eine Person normalerweise zwischen sich und seiner Umwelt sieht. Goffman zählt zu diesen Institutionen Gefängnisse und geschlossene Einrichtungen, Institutionen, in denen die Betroffenen gezwungen werden, sich auf eine Stufe kindlicher Abhängigkeit zu begeben. Zu diesen Institutionen, wie Goffman sie definiert, zählen auch Asylbewerberheime. Dieser Auffassung folgend wird auch jedem Individuum seine Selbstbestimmung genommen. Jedem Asylbewerber stehen 6 Quadratmeter Wohnfläche in geometrisch gleich großen Räumen zu, die in der Regel bis zu 4 Personen fassen. Die Unterbringungen in den Heimen werden nicht als privat definiert, sondern als öffentlicher Raum. Die Art der Nahrung und die Uhrzeit der Essensausgabe sind festgelegt. Es besteht die Residenzpflicht, die vorschreibt, wie weit sich die Betroffenen von ihrem Aufenthaltsort entfernen dürfen. Die Arbeitserlaubnis ist untersagt. Leiden an Unbestimmtheit nennt Georg Wilhelm Friedrich Hegel ein Leben ohne Anreiz, sich seine Umwelt aneignen und sich die Welt erschließen zu können. Dadurch entsteht wiederum eine innere Leere und Fahrtheit, in der der Betroffene zur isolierten Existenz wird. Auch der permanente Zustand eines Alltags ohne Arbeit, ohne Aufgaben, ohne Verantwortung und ohne gesellschaftliche Zugehörigkeit, in der sich Asylbewerber befinden, löst nach Hegel Einsamkeit und Langeweile aus und lässt den Menschen stagnieren. Ein gelingendes Leben ist folglich mit einer gelingenden Raumaneignung verknüpft. Das Wohnen steht für eine gelungene Form der Raumaneignung. Isolation, Einsamkeit, Langeweile und Entfremdung stehen dem Wohnen gegenüber, dafür, dass Wohnen eine Identifizierung mit dem Raum notwendig ist. Um wohnen zu können, muss eine Bindung zu den Dingen aufgebaut werden, um einen Bezug zu ihnen zu bekommen. Der persönliche Raum steht in einer Wechselwirkung zum eigenen Leben. Je mehr Raum ein Mensch zum Leben besitzt, desto einfacher ist es, seine Individualität zu leben und durch die Selbstverwirklichung auch in der Lage zu sein, ein erfolgreiches und erfülltes Leben zu führen. Je höher der soziale Status eines Individuums ist, desto größer ist auch der Umfang des eigenen territorialen Besitzes und die Kontrolle über diese Grenzen hinaus. Chancen und Handlungsmöglichkeiten von Menschen werden folglich durch die räumlichen Bezüge stark beeinflusst, da der private Raum den Ausgangspunkt eines jeden Individuums bildet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Sehr verehrtes Publikum, Sie wurden Zeuge eines neuen Standards im Science Lab. So etwas gab es noch nicht. Vielen Dank. So, wir haben den Wettbewerb gesehen. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Schade, dass ihr schon geht. Es wäre nett, wenn ihr eure Stimmen miterhebt. Wenigstens am 25. Mai wählen gehen, kann man auch per Briefwahl machen. Das wäre sehr nett. Ich bitte alle Slam-Teilnehmer auf die Bühne. Bitte auch Frau Professor Joost. Und wir haben ein Jingle Musik, dass man nochmal ganz kurz alles in Revue passieren lassen kann, was heute halt passiert ist, um dann zur Abstimmung zu kommen. So, wir kalibrieren das Messgerät. Das Messgerät steht bereit. Wunderbar, es sind alle da, wo sie hingehören. So mag ich das. Frau Professor Joost, Sie treten ja außer Konkurrenz auf. Wir haben trotzdem ein großes Bedürfnis, Danke zu sagen. Und deswegen kalibrieren wir das Messgerät immer mit einem Applaus für die Frau Professor heute Abend, Profess X, wie auch immer Sie es haben möchten. Wenn ihr also der Meinung seid, dass eigentlich Frau Gesche Joost heute Abend hier gewinnen sollte, applaudiert bitte jetzt! Wer sich bei Ihnen zum Studium bewerben möchte, kann das gerne tun. Wer bei Ihnen promovieren möchte, kann auch das gerne tun. Wunderbar, egal ob Männlein, Weiblein oder psst. Kriegen wir dann einfach hin. Gut, mein Vorschlag ist, ich habe das immer kurz zusammengefasst, was die Leute geslammt haben, soweit ich es verstanden habe, lieber Robert. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir zur Abstimmung. In der Reihenfolge des Auftritts, funktioniert noch nicht so ganz, meine Anweisung. Jim, trink mal einen Schritt nach vorne. Das Messgerät funktioniert da hinten, Ohren geschwitzt und alles, wunderbar. Größter Slam Deutschlands. Wenn ihr der Meinung seid, dass Jim, dessen Sachen geeignet sind, mein Mac und die Mensa stillzulegen, der 12 Tonnen Sand in die Bibliothek schippert, auf dessen Bildern sich Bierkästen einschleichen, ganz heimlich und unverhofft, dass Drohnen nicht ins Netz, sondern in die Jury fliegen, Roboter Suizid begehen oder den Felsenbegatten heute Abend hier gewinnen soll. Applaudiert bitte jetzt! Die ihr Studium gamifiziert haben, um ihre grauenvollen Jugendfotos endlich mal präsentieren zu können, die ihre Mitstudenten zum Mord und zum Aufstand anstiften und gerne mit euch allen mal kräftig rumspielen würden, heute Abend hier gewinnen sollen, applaudiert bitte jetzt! Ich stand so ein bisschen am Rand, das ist außerhalb des Schallwinkels, deshalb muss ich. Willst du was erzählen? Lieber nicht, hätte ich jetzt auch gesagt. Wenn ihr der Meinung seid, dass Robert, der morgens in der S-Bahn fast stirbt, wenn er mit hoher Chance riesig geweckt wird,
auf schiefen Instrumenten natürlich, wie üblich, da kriegt Schweigegeld eine ganz neue Bedeutung, ne? Der feststellt, dass diese Montage periodisch Scheißtage sind, was er seinen Freunden dann mitteilt, um an der Kasse von Facebook festzustellen, dass Ballons nur dann fliegen, wenn man auch das richtige Gas einfügt. Heute Abend hier gewinnen soll, applaudiert, bitte, jetzt! Solltet ihr der Meinung sein, dass Silke Schwanz mit ihrer Performance 17 Quadratmeter, Zitat, privater Raum bildet eine Schutzhülle für den Menschen, in dem er seine Persönlichkeit menschenwürdig entfalten kann, und das in Berlin auf 6 Quadratmetern, heute Abend hier gewinnen soll, applaudiert bitte jetzt! Zeit, ihr denkt, so eine Veranstaltung, die macht sich mal in 2,5 Stunden, hat mir neulich mal jemand erzählt, der mich so nach einer Veranstaltung am Ellbogen zuppelt. So, sag mal, wie lange bereitet ihr eigentlich sowas vor? Ich sag, na, rat doch mal. Sagt er, ja, so am Vortag. Du wirst kein Veranstalter. Wir danken dem Science Slam Team, vertreten durch Naila. Applaus. Wir danken Frau Julia Wendt, Katrin Engler und Regina Dening von der Universität der Künste. Wir danken, und jetzt kommt das Eigeninteresse, dem Caterer. Und wir danken dem Glöckner. Wir danken Frau Professor Joost für die Eröffnung und Herrn Präsident Thomsen für die Einladung. Vielen Dank. Nicht zu vergessen danken wir Jana Bialow und Stefanie Terp von der Pressestelle der TU, die mit unerschütterlicher Geduld das hier alles gestellt haben. Ihr müsst euch vorstellen, wer mit mir mehr als 3-mal die Woche telefonieren muss, der hat echt ein Problem. Vielen Dank. Wenn ihr euch Spaß hatte, wir sind recht oft an der TU zu Gast. Wir machen unseren Science Slam jeden ersten Montag im Monat im SO 36. Ab Oktober wieder. Wir haben jetzt erstmal Sommerpause und machen sowas wie Urlaub. Oder manche nennen das auch Arbeit, wie wir Urlaub machen. Das kann man je nachdem beurteilen. Kommen wir zur Siegerehrung. Haben wir einen Sieger, eine Siegerin? Ha, das habe ich mir gedacht. Kommt die Preisfee mit nach oben, darf sie den Siegespreis auch ausloben. Bitte schön, bitte schön. Ja, der kriegt auch Sachen, das tragen wir alles nacheinander. Oder tragen wir es gleich? Ne, wir machen das erstmal so. Den Lange Nacht der Wissenschaften Abschlussslam 2014 gewinnt heute ein Teilnehmer der TU, denn Sie, Frau Professor Joost, sind leider außer Konkurrenz aufgetreten. Auf den Slam von Herrn Präsident Thomsen warten wir dann im nächsten Jahr. Kooperativer Führungsstil oder so. Bist du so lieb, mal eben 50 Seiten Text zu schreiben? Ah, gerne, bis gestern. Kein Problem, wir sind gespannt. Der UdK, TU, TU, UdK, Lange Nacht der Wissenschaften, Science Slam Preis 2014 geht an Pleiten, Pech und Pannen. Chen!
einem Designkarton. Es ist auch was drin. Wir haben die klare Anweisung heute bekommen, dass auf der Bühne kein Alkohol... Ja, ich habe gemeint, meint ihr, die Studenten trinken kein Alkohol, unsere nicht. Haben wir gesehen auf den Bildern, ne? Naja, das ist eine sogenannte rote Triumphbeere, ein sortenreiner Stachelbeer-Nektar. Ich würde sagen, nicht alles auf einmal trinken. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die übrigen Preise sind auch da. Ich beende noch kurz die Veranstaltung, dann machen wir das mit den Fotos. Das kriegen wir gleich hin. So, wir danken natürlich auch der Preisfee Caro, die schon wieder weggelaufen ist. Vielen Dank, super. Wir danken dem Publikum. Und ich darf euch noch eine Kleinigkeit mit auf den Weg geben. Beim Science Slam geht es ja darum, dass man Wissenschaft unterhaltsam und verständlich in 10 Minuten präsentiert. Meldet euch bei uns, wenn ihr das machen wollt. Wem das aber immer noch zu lang ist, für den gibt es eine schöne Website, die heißt Law My Thesis, Doktorarbeiten in einem Satz. Da gibt es einen Mediziner der Stanford University, der berichtet, ich habe Mäuse von Krebs geheilt, den sie frisch nicht erst bekommen haben. Gute Nacht!